Nice. Bild sieht Bombe aus. Wie ist der Ton? Hallo. Super, ja, ist Käse. So. Es ist geil, egal wo wir sind, es hat immer Bauarbeiten. Aber ich habe das Gefühl, das ist weltweit so. Ja. Ja, ich bin auch fünfmal zügelt und bin immer zur Bauarbeiten zurück. Also, es ist so, okay. Ja, easy. Gehört also. Bam! Philipp! Hoi! 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 Schön bist du da! Ja, danke vielmals für die Einladung. Wie geht's? Hey, gut. Ich bin gerade noch ein bisschen müde und durchkältet, weil ich draussen irgendwie haben wir noch einen Dreh gehabt. Und darum habe ich innerliche Kühle in mir. Aber wenn ich dich anschaue, bin ich gerade wieder aufgewärmt, oder? Natürlich. Dann kommt es wieder. Dann kommt die Wärme gerade wieder. Jetzt hat schon mein Handy vibriert. Ich habe gar nicht stumm geschaltet. So. Ist jetzt weg. Bam. Das ist schön. Ich bin aber momentan auch die ganze Zeit am Frieren. Jo. Ja, ich finde so, November ist immer das Schlimmste. Das ist so, wenn man so das Gefühl hat, es gibt so die das Gefühl haben, man muss möglichst spät anfangen, die Winterjacke anlegen, weil sobald man sie mal anhat, dann kann man nicht noch eine Stufe drauflegen. Ja. Und das Problem ist dann, wenn das zu lange rauszögert ist und dann immer mit der Herbstjacke rumläufst, dann frierst du einfach dauernd. Aber Kappe und Händchen. Ist eigentlich schon etwas Gutes. Ja. Ich habe früher immer Schal angehabt und dann habe ich so viel Shit dafür gekriegt. Jetzt bin ich nicht mehr so der Schalmensch. Aha, jetzt kommt der Herr mit dem Schal. So wie so die Literaturkritiker. Vor allem am besten ist, wenn du noch eine Rolli hast und der Schal drüber. Ja, weißt, genau. Das ist sehr schick. Und ja. Nachher haben dich alle gefoppt wegen dem. Natürlich. Ja. Zu Recht auch. Anscheinend. Ja. Ich denke, es macht Sinn. Es ist wärmend um den Hals und der Hals ist eine geförderte Stelle im Winter. Ja. Nein, aber es gibt schon Schalleute. Es gibt Leute, denen kommt das. Aber du bist vielleicht einfach kein Schalmensch. Anscheinend nicht. Nein. Oh mein Gott. Meine Freundin hat mir gerade ein Bild gezeigt vom Lenny Kravitz, wo so eine riesige Schale. Kannst du mal suchen? Gib mal Lenny Kravitz Scarf. Wirklich? Es sieht aus, als hätte er eine Decke an. Ich kenne das nur es gibt auch vom Arsene Wenger, vom Fußballtrainer. Ja. Es gibt so ein Meme, das rumgeht. Der hat mal einmal in so einem Spiel so eine lange Jacke an, die wirklich bis an die Füße abdeckt. Mm-hmm. Und nachher haben sie einfach das so aneinandergelegt und dann hat es so einen riesen Turm. Und am Schluss ist einfach so irgendwie der Turm von Babel und oben ist der Arsene Wenger drauf. Achtung. Das ist super interaktiv, he? Nur mit so. Ja, genau, etwa das. Vor allem, was ich geil finde, die Größe vom Schal ist eine, aber das die Fötzel vom Schal dann einfach noch eine halbe Beinlänge haben. Ja, und sorry, was hat er für Schuhe an? Also über das muss ich auch noch reden. Das hat er irgendwie noch so irgendeine Schlange getötet. Und die das ist so geil. Also so bist du früher noch einmal rumgelaufen. Ja, aber anscheinend erweckt es dann Erinnerungen an so Zeugs. Ja. Ja, mal, aber ich sehe dich jetzt schon auch noch so. Aber er sieht aus, als hätte er einfach. Also, das war so ein Miniaturmensch mit einem normal grossen Schal. Irgend so ein Hobbit, der sich in der Einkaufsmeile verlaufen hat. Ja, darum bin ich nicht so der Schaltyp, sondern habe jetzt auch halt den Mantel bis ganz oben zu. Ja. Das ist dann also ein bisschen luftdicht. Das ist schön. Ja, aber jetzt im Moment. November ist schon ein Scheissmonat. Es ist noch nicht so das Lichtli-Zeugs und so. Und so irgendwie die Hoffnung auf irgendwie Festessen und so. Es ist einfach so der Zwischenmonat. Es ist einfach innerhalb von 5 Minuten dunkel. Ja. Und dann ist es einfach dunkel. Ja. Du hast noch keine Weihnachtsbeleuchtung, du hast noch keine Strassen sind irgendwie zusätzlich mit Festivitäten, sondern es ist einfach dunkel. Ja. Ich finde so November und Januar absolute Scheissmonate. Ah, ich liebe Januar. Schon? Ja. Hast du Geburtstag im Januar? Nein, 1. Februar. Ja, das ist aber fast. Aber weißt du, was ich geil finde am Januar? Januar ist so die tote Zeit nach den Festtagen. Ja. Das heisst, dann hast du sicher keinen Auftritt. Mhm. Du hast aber auch kein Mensch, der irgendetwas mit dir machen will.
Eben, und das finde ich traurig. Das finde ich super. Dann habe ich meine zwei Wochen, wo ich einfach so... Ja, wo ich asozial sein und asozial, einfach irgendwie Netflix bingen, nicht duschen, einfach nichts machen. Ja, wohl. Und dann kommt es langsam wieder. Dann kommen wieder so einzelne Solo-Termine, dann spielst du wieder ein bisschen und dann kommst du wieder in heftigen Februar. So. Ja, das ist halt... Gut, vorbei, bei mir ist unterdessen Januar auch nicht schlecht, weil wir haben im Januar immer bei zwei Morgen haben wir immer Staffelpause. Und es ist eigentlich der Monat, wo ich verreisen kann. Eben, siehst du. Also, aber ich sage, da ist er blöd. Aber jetzt, gut, letztes Jahr war es schwierig mit Verreisen. Yeah. Dann habe ich angefangen langlaufen. So ein Oberboomer-Hobby habe ich jetzt gefunden. Ich muss etwas, ich tue jetzt den Monat nutzen, um etwas Neues zu lernen. Und dann bin ich langlaufen und da haben mich auch alle ausgelacht, wie du mit dem Schal. Wirklich, jetzt gehst du langlaufen. Noch schlimmer wäre mit dem Schal langlaufen. Ja, das wär Horror. Ja, und dann bin ich so ein bisschen langlaufen. Und jetzt der Winter wird wirklich... Irgendwo in die Wärme wäre das Ziel. Eben, das heisst, letztes Jahr, es sind ja einige, eben gerade zu dieser Zeit, sind ja so verbotenerweise auf Costa Rica. Ja, so. Ein Arbeitskollege von mir ist auf Costa Rica, genau. Und hat aber vorher gerade blöderweise noch Corona eingefangen und dann hat es nice Zeugs gegeben. Und Test ist eine Woche später dann erst gegangen. Aber ja, der war einer von denen gewesen. Wir haben natürlich schon geschämt. Und jetzt, seit einem halben Jahr, sind alle in Mexiko. Und aber wieder Costa Rica. Ich habe das Gefühl, Costa Rica ist so ein Dauerbrenner. Alle pura vida, so was die Schweizer das Gefühl haben, so dort ist so ein bisschen lockere Leben. Aber es ist eben noch genug kontrolliert. Dass so Costa Rica ist wirklich so Südamerika für die Schweizer, so ein bisschen das Anfänger Südamerika, oder? Es ist so gut organisiert, es ist klein, übersichtlich, schön. Ja, es ist so schön. Es ist so schön, ja. Und man vergiss alle Probleme. Ja, ist... Ja, vielleicht gehe ich auch auf Costa Rica im Januar, wer weiß es. Also hast du einfach noch nicht gebucht? Nein, ich bin schon Südamerika, aber ich weiss, es wäre der Plan. Ich muss natürlich auch jetzt immer ein bisschen schauen mit den ganzen Corona-Beschränkungen etc. Ich würde sehr gerne auf Argentinien, weil ich habe dort noch so entfernte Verwandte, wo dort mal irgendwie vor langer, langer Zeit eine Strumpffabrik, das ist eine Schweizer Familie, die auf Argentinien ausgewandert ist und dort eine Strumpffabrik aufbauen haben. Strumpf? Ja, Strumpf. Und sie sind immer noch werben mit dem Schweizer Kreuz, Silvana Strumpf oder so heisst die Fabrik. Und die haben eine Strumpffabrik dort. Ohne Scheiß. Und ich habe jetzt... Der Fernseher ist ab, Christoph, aber das will ich unbedingt sehen. Nein, und das ist auch eine spannende Geschichte, weil... es hat mal letztens Frieden hat das geheißen, so eine Serie vom SRF über so Geschichte von der Schweizer nach dem Zweiten Weltkrieg und wie man so mit den Nazis umgegangen ist. Ja. Und offenbar hat es dort eine Strumpffabrik gegeben, also in diesem Frieden, in dieser Serie kommt eine Strumpffabrik vor, die eigentlich vor dem Abgrund ist und sie dann so in Nylon und so investieren, in Nylon und nehmen Geld von den Nazis an. Oh. Und dann habe ich irgendwann gedacht, warte mal schnell. Und am Schluss von dieser Serie wandert die Familie einen Teil davon auf Argentinien aus. Und dann habe ich so eins und eins zusammengezählt und dann dachte ich so, Scheiße, das ist glaube ich meine Familie, also meine entfernte Familie, die offenbar mit irgendwie Nazi-Geldern auf Südamerika ausgewandert ist. Also es ist jetzt sehr verkürzt und ich würde jetzt eigentlich gerne mal auf Argentinien gehen und dem nachgehen, mal, weil es würde von den Jahren genau passen, dass die Strumpffabrik wirklich damals, gegründet worden ist. Und das ist eine Schweizer Strumpffabrik in Argentinien von einer Familie, die irgendwie mit mir verwandt ist. Das ist eine recht straube Geschichte. Das ist wirklich straub. Also ist dem Fall vom SRF deklariert, dass das basierend auf einer wahren Geschichte ist? Das ist basierend auf einer wahren Geschichte, ja. Aber ich weiss, also ich nehme an, es ist wirklich Geschichte so im weitesten Sinn von dieser Familie. Ob das alles stimmt, das ist ja Fiction, weiss ich nicht. Aber, und dann hat mich das gerade noch mehr gereizt, um irgendwie dorthin zu gehen, weil mich irgendwie die Familiengeschichte irgendwie mega interessiert. Und eben, es ist schon so ein bisschen shady mit den Geldern, wo sie halt dann das Ganze können aufbauen können. Man weiss, Argentinien sind ja viel vom Zweiten Weltkrieg nachher auch Nazis dorthin geflüchtet. Komischerweise, sehr viele Mutzenbecher sind in Argentinien. Ah, okay. Vielleicht sollten wir zusammen so ein Reischen machen. Willst du auch noch ein bisschen Ahnenforschung betreiben? Ohne Scheiß. Ist seit Jahren, das ist natürlich genau so ein Lebensprojekt, weißt, wo halt eben irgendwann müsstest du einfach sagen, das Jahr nehme ich mir jetzt die Zeit für das und ich mache nichts anderes. Ja. Und meine Idee war wirklich, dass ich das dann irgendwie auch für vor allem für mich, aber auch für meine Familie irgendwie dokumentiere mit irgendwie Videobegleitung und so. Mhm. Das, unsere Familie von Mutzenbecher, die
hat eine Geschichte datiert bis irgendwie, ich weiß nicht, was es ist, 15, 16 irgendwas. Und ich habe zwei so dicke Familienbänder, also wirklich riesige Schinken, wo alles dokumentiert ist, bis 1970. So bei meiner Mutter und bei meiner Tante hört es auf. Ja. Und da hast du wirklich vor irgendwie drei Tisch irgendwie Bürgermeister gesehen, Hamburg im 17 irgendwas und dort und Zeugs und Sachen. Und du kannst alles zurückverfolgen und zum Teil sogar so alte Schwarz-Weiß-Bilder irgendwie vor, dort haben sie dann gewohnt und das ist hat ein paar geile Charaktere in dem Ding. Und ich habe einfach immer mal das Ziel gehabt, das nachzuführen. Das Weiterschreiben eigentlich. Genau. Ja, Alter, und dann kam der Comedian. Leider alle die Leute, die ich jetzt in der engen Familie habe, die einfach nicht mehr drin sind, weil es bei meiner Mutter und meiner Tante aufhört. Mhm. Und andererseits, weil halt eben klar in den letzten Jahrzehnten dann auf einmal die Fahrt ein bisschen verschwimmen und sobald es auf Brasilien sind auch viel, Argentinien, ist auf einmal nicht mehr viel rum. Ja. Okay. Und wo Facebook ganz neu war, hat es irgendwie drei Mutzenbechers gehabt. Also von Mutzenbecher ist nur noch unsere Familie. Niemand anders mehr, der nicht direkt mit mir verwandt ist, im engen Kreis. Weil alle anderen haben es irgendwie an der Grenze mit Abgas von. Mhm. Und, aha, wie das ist ja von, ist das Adelix? Altdeutsche Adel, ja. Altdeutsche Adel, komplett verarmt. Ja. Alles zerbombt, logischerweise. Und dann habe ich irgendwie im einen Mutzenbecher, wo irgendwie eben in Mexiko jetzt ist, habe ich geschrieben. Und dann hat er gesagt, er weiß nicht von Mutzenbecher, aber alle anderen Mutzenbechers auf Facebook sind mit ihm verwandt. Ja. Und mein Ziel war halt wirklich, dass ich dann mal an alle die Orte gehe, probiere die Leute zu treffen, irgendwie probiere zu rekonstruieren, von wo bist du plus minus entsprungen, wie sind ihr da angekommen, wenn und wer gehört alles zu dieser Familie. So, dass das halt irgendwie weitergeführt wird. Und das ist eben so ein Lebensprojekt von mir. Und wann machst du es? Das ist eben eine gute Frage. Sicher, wenn keine Pandemie mehr ist. Ja. Und sicher, wenn ich zumindest ein bisschen Geld habe, dass ich kann sagen, ich mache jetzt mal ein Jahr nicht anders. Also so in 40 Jahren, nein. Genau. Nein, aber es muss ja nicht ein Jahr sein, aber man muss halt wirklich. Ja. Es war mal eins von meinen Reiseprojekten. Ja. So. Dann cool. Darum bin ich auch noch nie an diesen Ort gesehen. Ja. Weil ich eben so gefunden habe, du sparst das auf. Ich gehe nicht auf Tulum. Drogen fressen und Party machen, sondern wenn ich dann da hingehe, dann mit dem Ziel. Dann machst du Ahnenforschung. Genau, das hat ein bisschen zusammenzukriegen. Geil. Ja, vielleicht kann ich dann dir als gutes Beispiel jetzt im Januar vorausgehen, wenn ich irgendwie unbedingt in Buenos Aires in die Strumpfabrik gehe. Ja, wenn du dann auf einmal mit Strümpfen in Argentinien rumläufst. Ja. Brauchen die Strümpfe in Argentinien? Ich habe dann nachher auch recherchiert über die Strumpfabrik und offenbar ist es natürlich sehr ein innovatives Unternehmen und die haben jetzt, weil es in Argentinien im Sommer heiß ist, also hat man natürlich extra auch Strümpfe angepasst auf das Land. Also solche, die irgendwie sehr gut, also mit Schweiß und so und resistent und atmungsaktiv. Also die schauen schon, ja, irgendwie. Also es läuft. Aber ich glaube, es ist, also ich weiss nicht, die sind damit, die kommen dann so einmal im Jahr in die Schweiz irgendwie. Also wie sie halt irgendwie auch noch Familientag kennen und sie sind immer am Klönen, was Argentinien für ein scheiß Land sei und korrupt und Inflation und also ihnen geht es eigentlich gut, aber sie sagen immer, es ist so schlimm in Argentinien. Dort ist noch der Schweizerin drin. Ja. Sie sind schon immer wieder froh in der Schweiz, wo alles funktioniert und so. Was hast du gefunden vor Ort von der Strümpfe? Nichts, aber ich habe in Texas? Boah, das habe ich noch nicht mal gewusst. Okay, aber Texas ist natürlich gar nicht so weit von Mexiko, also dann bist du halt irgendwann. Ja. Du Fritz? Fritz Mutzenbecher am Rande seines Bürogebäudes. Das ist aber noch damals. Ja. Auf dem Dach seines Bürogebäudes. Texas 1919. Das ist auch in meinem Buch. Und was auch geil ist, was ich zum Beispiel herausgefunden habe, Anna Mutzenbecher hat ein Jahr nach ihrer Entführung, ihre Entführer geheiratet. Hä? Ja.
Die hat so ein Stockholm-Syndrom-Ding, oder? Aber wieso ist sie entführt worden? Das ist so wie bei einem anderen steht, ja, und hat als Schreiner geschafft, ja. Steht dann dort, und sie hat übrigens nach der Entführung entführt. So im Nebensatz, ja, so als wäre es das Normalste von der Welt, dass man einfach mal schnell entführt wird. So. Und zwar irgendein Blablabla Jauch, und dann hat es ein Sternli. Ja. Dann heisst es, ist irgendwie der Urgroßvater vom bekannten TV-Moderator Günther. Nein, sicher nicht. Das heisst, bist eigentlich mit dem Günther Jauch verwandt. Richtig. Ja. Wahrscheinlich nicht ganz blutsverwandt, weil ich weiß nicht, welcher Strang dann halt irgendwie runtergeht und so. Aber es ist schon noch spannend, weil durch die Ahnenforschung habe ich zum Beispiel auch mal eine Mail gekriegt von einem, der gefragt hat, seine Ahnenforschung am Betrieben und irgendwann kreuzt er sich weg mit Mutzenbechers und ob das mit unseren Sinn. Ja. Und dann habe ich bei mir geschaut, eben in diesem Buch und so, und dann habe ich gesagt, ja, tatsächlich, die Person, der Strang haben wir. Mhm. Dann haben wir alles geschickt, was halt mit dem zusammenhängt. Dann hat er das können bei sich auffüllen. Mhm. Und dann hat er mir Infos geschickt und gesagt, ja, wir sind zum Beispiel verwandt mit, shit, jetzt habe ich gerade vergessen, wie sie heißen, die berühmte Familie Vanderbilt. Noch nie gehört. Das sind so, die Eisenbahnen gebaut haben in den USA und so. So die Eisenbahnpioniere. Und zwar der Anderson Cooper ist eine von denen. So. Ah. Seine Mutter ist nämlich ein Fender. Ich glaube, Fenderbild. Ja. Heute hast du viel zu tun, Christoph. Das ist richtig, wie da recherchiert bei euch. Das ist fast schon investigativer Journalismus, den wir da betreiben. Aber ist, live. Gerade weil ich sage, es ist wahrscheinlich mittlerweile, kannst du es gar nicht mehr so unterscheiden, was ist jetzt noch investigativer Journalismus und was ist auf dem Podcast, wo irgendjemand einfach irgendwelche Infos... Ja. Er ist als jüngster Sohn von der Millionenerbin Gloria Vanderbilt. Voilà, Vanderbilt. So, ja. Das heisst, ich bin auch mit dem Anderson Cooper verwandt. Krass. Mhm. Krass. Ja. So etwas findet man dann raus mit der Zeit. Ja. Weißt du auch, für was dein Name heisst? Das gibt es ja immer, für was der Name steht. Das ist ja meistens, vielen ist es immer ein Beruf. Yeah. Ich habe zum Beispiel herausgefunden, Wiederkehr, die heissen so, weil die immer Wiederkehr sind, weil das sind Steuereintreiber gewesen früher. Oh! Und also das Geschlecht ist, glaube ich, aus dem Aargau. Also in meinem Pass steht immer noch Bürgerort Spreitenbach, obwohl ich nichts mit Spreitenbach am Hut habe. Ich glaube, meine Urgroßeltern hatten dort eine Kiesgrube. Ja. Und du bist sicher einmal einkaufen. Und Tivoli. Ich habe tatsächlich dort mal Internetabos verkauft, einen Tag lang. Das war Horror gewesen. Ich habe nach der Hälfte des Tages gesagt, ich bin krank und bin heimgegangen. Sorry. Nein, es war der schlimmste Tag in meinem Leben gewesen, fast. Und Tivoli Spreitenbach habe ich mit meinem Manor so den Leuten Internetabos angetragen. Ja. Erst so Leute, die es nicht wollen. Ja, logisch. So im Elektronikfachhandel. Das war mal so ein Job nach der Matur gewesen. Und es ist eh schon ein scheiß Job gewesen, aber im Tivoli Spreitenbach, das ist so, ich weiss nicht, es ist niemand gekommen und es ist so dunkel gewesen und die Leute, es ist einfach, ich bin dann wirklich, ich habe es einmal gemacht und dann bin ich wirklich am Mittag heimgegangen und gesagt, tschüss zusammen. Ja, kann ich noch nachvollziehen. Ja. Nein, trauriger Ort, aber ich weiss nicht, vielleicht haben sie es unterdessen renoviert oder ich bin schon lange nicht mit Tivoli. Ich finde es aber kein trauriger Ort, ich habe mega Freude dort. Bist du ein Fan vom Tivoli? Ah, mega. Ich muss mal wieder gehen. Ich bin einmal gesehen und habe es super gefunden. Ja. Zwar, man darf einfach keinen Stress haben. Also du musst nicht gehen, um Sachen zu erledigen. Mhm. Du gehst wirklich fürs Erlebnis. Ja? Um so ein bisschen schauen, was passiert. Absolut. Ja. People-Watching, nimmst dir einen grossen Kaffee, läufst ein bisschen rum. Ja, das klingt gut. Letztes Jahr hat es doch so einen Skandal gegeben wegen Tivoli Spreitenbach, weil die zumindest in der Corona... Ah, die haben in der Mitarbeiterfest gemacht? Ja, da haben sie so mit Lösli und dann sind alle es hat irgendetwas gratis gegeben. Und okay. In der Mitte. Und dann ist das ganze Einkaufszentrum, sind alle... auf das Lösli gestürmt und es ist völlig nicht nach Corona-Richtlinie gewesen. Es hat einen riesen Shitstorm gegeben und das Tivoli Spreitenbach hat dann als der böse Superspreader das Einkaufszentrum gegolten. Aber ja. Yes. Gibt's immer wieder. Ja, gibt's immer wieder. Aber zurück zum Wiederkehr. Ja. Kehren wir wieder zum Wiederkehr. Ja. Was irgendjemand im Aargau sind die entsprungen und die haben Steuern eintrieben. Die haben Steuern, also ich kann das mal gelesen, es ist einfach Steuern eintrieber, von dort kommt der Name. Ja. Wie der Herr, was gibt's?
Müller, im Müller war auch ein Beruf zum Beispiel. Ja. Und Wiederkehr ist einfach, der Herr Steuertreiber hat wahrscheinlich nicht so geil getönt und hat gesagt, ah, das sind die huren Nervensägen, die immer wieder kommen. Es ist eigentlich ist wirklich eine scheiß Familie mit einem scheiß Namen. So Steuertreiber, wirklich so unsympathisch. Und dann später nehmen sie Nazi. Ja, Geld. Dann haben wir es noch. Gut, das sind schon andere Familien. Ah, okay. Das ist nicht Wiederkehr. Okay, das ist nicht Wiederkehr. Mit denen haben wir nichts zu tun. Mit den Nazis. Mit den Nazis haben wir wirklich nichts zu tun. Wir sind sogar Steuertreiber, weil mit den Nazis haben wir nichts am Hut. Also ich habe jetzt gerade noch eine andere Quelle gefunden. Da steht, die Herkunft sei, dass sind die einmal aus dem Krieg unversehrt wiederkehrt sind. Also wahrscheinlich so irgendwelche Reisläufer oder so. Kann das auch sein? Die sich versteckt haben. Mm. Die Feigling vom Krieg. Wahrscheinlich der Vorgänger vom Schwarzenegger, der so gesagt hat, I'll be back. Ja. Ja, es gibt auch noch relativ, eben, ich habe das Gefühl, es gibt noch recht viel Wiederkehr. Ich treffe immer mal wieder einen und dann heisst, ist mir verwandt. Also die, offenbar haben ein paar von denen überlebt, von denen Wiederkehrs. Ja, bei mir gibt es verschiedene Theorien. Eine ist, dass das traditionelle Brot aus dem Judentum, Matze, dass das früher halt Bäcker gesehen sind, wo Matzen backen haben. So, und dann ist irgendwie Matzenbäcker gesehen und dann ist irgendwie aus dem Mutzenbecher geworden. Das ist eine Theorie, ja. Es gibt aber auch noch andere, wo aber in diesem Buch zum Beispiel nicht steht. Ja. Das müsste halt dann irgendwie sonst mal. Das wäre alles Teil von deiner Arbeit dann, um auch so Sachen herauszufinden. Mhm. Ja, cool. Ja. Schwierig. Ja, aber was mir gefallen ist, weil du mal einen halben Tag im Shop mit Tivoli so Dinge verkauft hast. Internet-Abos. Du hast auch mal als Job gehabt, Unterschriften sammeln. Nein, das war das gewesen. Ah, das ist das gewesen? Ja, es ist schon darum gegangen, dass man Verträge ab, weißt du, so ADSL, das ist Blue-Bin-Damals. Du hast ein bisschen über das gemacht, oder? Ja, genau, ja. Über, weil das ist, also das Lustige ist halt der gewesen, da bin ich 19 gewesen und mit 19, ich habe wirklich immer recht viel jünger ausgesehen für mein Alter. Ich glaube, wir haben sogar mal darüber gehabt, weil du auch von dem erzählst, wenn man jünger aussieht als das Alter. Und ich gefunden habe, du solltest eigentlich sagen, also ich habe dort ausgesehen wie jetzt. Ja. So. Und ich bin 19 gewesen. Je nach Tagesform, wenn so im Winter, wenn ich noch ein bisschen bleich war, habe ich ausgesehen wie 12. Und ich war wirklich der erste Job nach der Matur. Ich bin dort reingekommen und dann am ersten Arbeitstag ist wirklich einer zu mir gekommen und hat mich so angeschaut und wirklich so im Sinn von so, hey, aber wir machen da keine Kinderarbeit. So. Und dann hat man wirklich ohne Scheiß als Tipp gegeben, hat so ein bisschen mehr einfach Aufmerksamkeit bekommen, weil man übersieht dich halt einfach. Musst du auf so ein Böckchen aufstehen. Und dann so dort, hallo, Ades. Und er hat es im vollen Ernst gemeint. Ich habe mich wirklich geweigert und gesagt, nein, ich mache das nicht. Und und ich glaube, eben im Beat geht es ja darum, dass es wirklich einfach immer so ein bisschen Team Bluewin und Team Cablecom gegeben hat. Und Bluewin, Swisscom sind halt immer die Schweizer und der Cablecom sind immer die Ausländer gekommen. So. Das war immer so ein Fight ich bin wirklich nicht gut im Verkaufen. Sobald ich mal im Verkaufsgespräch drin war, habe ich es eigentlich gut hergebracht. Ich hatte immer mega Hemmungen gehabt, um Leute ansprechen. Das finde ich das Schlimmste. Weißt wie du, hast einmal hat mir einer so einen Trick gezeigt, so einen Verkaufstrainer. Du musst hergehen und dann einfach so sagen, hey, sie in ein Gespräch verwickeln und dann so winken. Weglaufen und zu deinem Point of Sale, zu deinem Stand laufen. Yeah. Dann habe ich das mal probiert, bin so her. Sie, ja, grüezi, sie schauen da gerade einen Fernseher an. Wir haben da natürlich ein super Fernsehangebot, Bluewin TV, da können Sie gerade profitieren. Kommen Sie mit, mach so, lauf weg. Und er bleibt einfach stehen. Dann sage ich, okay, ich habe einfach zu wenig Autorität ausgestrahlt, dass die Leute mir nachgelaufen wären. Oder sie haben gemeint, es sei eine Verarschung, weil das ein Kind ist, das mich da anspricht. Was machst du da, Junge? Gang wieder zu deiner Mami. Ja. Ich bin auch ganz, ganz schlecht. Ich habe nicht panische Angst, aber es ist wirklich etwas vom Schlimmsten für mich, jemanden Fremdem anzuleuten oder eben irgendwie einfach Verkaufsgespräche fände ich schlimm. Ja. Es ist jetzt kein Problem, wenn ich mein Management mache und jemand mir schreibt, dann lüte ich denen sofort an und habe kein Problem mit dem. So, aber wenn einfach so, ohne dass jemand schon Kontakt gehabt mit dir, einfach Fremde anrufen, das finde ich schrecklich. Aber ich glaube, es haben noch viele Leute, so dass Angst vor dem Telefon oder so vor, vor allem, wenn man noch etwas muss verkaufen, ist es natürlich noch doppelt so schlimm, finde ich. Yeah. So, dann ist, also, das, ich habe wirklich Respekt vor den Leuten, die das über längere Zeit machen, so einen Job.
einfach das Zeugs andrehen. Ja, und vor allem früher noch, also es gibt es jetzt auch weniger, aber früher die dann wirklich noch vor deiner Tür gestanden sind. Ja. Und etwas haben wollen verkaufen. Ja, das ist ja noch krass. Ja, ich weiß, meine Mutter hat mal einen Staubsauger abgekauft, das weiss ich noch als Kind. Dann ist der wirklich drin und hat da seinen Staubsauger vergessen. Ja, aber der hat es gut gemacht. Dann hat er so zwei Folien gehabt, der eine war ganz schwarz gewesen, und das mit unserem Staubsauger ist nicht schwarz gewesen. Meine Mutter so, oh wow, ja, kaufen wir. Also es hat funktioniert. Ja, aber bei meiner Grossmutter habe ich mal Türen aufgemacht, wo irgendwie einer hat, der hat irgendwie gefunden, auch kein besseres Fernsehangebot, ich weiß nicht, wie es heisst, Tele 2 oder irgendeine Scheiße. Ja. Und irgendwie ist es nur halb so teuer wie Swisscom und bla bla. Und ich so als kleiner Bub so, ah ja, voll geil, oder? Und dachte, will er schon reinlaufen? Dann kommt so meine Großmutter um und sie ist so, Französin gesehen, sie so, quoi? Und ich so, ja, der macht jetzt da etwas mit dem Fernsehen. Sie so, no, und sie schiebt uns raus, macht Tür zu. Auf keinen Fall kommst du da rein. Aber ich weiß gar nicht, wie legal das ist, wenn du mir Kind sagst, hey, ich tue das jetzt. Ja, ich glaube das gar nicht. Wahrscheinlich, wenn deine Großmutter nicht da gewesen wäre, hätte dir wahrscheinlich den Vertrag her. Ich so, ist gut. Unterschrieb von dir, ist ja, gut. Ja, ist gut. Hä? Machen wir es zusammen, komm, ist gut. Aber gibt es so Bilder, bei uns sind auch so Künstler vorbeikommen, irgendwie so Studenten, die dann neues Bilder verkauft haben. Und meine Mutter hat einfach auch immer so Mitleid gehabt oder so. Yeah. Gut. Wir haben auch Bilder zuhause gehabt. Ich glaube, wir haben wirklich immer alles abgekauft, was gekommen ist. Ohne Scheiß. Ja, irgendwelche so Spraybilder haben wir gehabt. Ich weiß nicht, bei uns sind immer noch so Studenten. Wo bist du aufgewachsen? In Wittig, in Zürich, also Stadt Zürich am Stadtrand ein bisschen. Yeah. Und jetzt hat es eben ein Studentenheim in der Nähe. Ich habe das Gefühl, das sind nämlich so Studenten von denen gewesen, die irgendwie noch Sachen verkauft haben. Aber ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen ausgestorben. Oder kommen jetzt einfach nicht mehr zu mir? Hey. Wissen Sie, dass es nichts zu holen gibt? Nein, ich weiss es nicht. Wahrscheinlich ist es jetzt mehr oft so, in Zürich würdest du am See oder zu Basel am Rhein gibt es ab und zu solche, die oft so durchlaufen mit eben irgendwie Kunst oder Mixtapes. Ja. Also CDs, weißt du, so, hey, da, das sind ein paar Songs von mir. Ja, es hat das letzte Mal hat's irgendwie, habe ich eine Geschichte gelesen über, da kam auch eine in der Nähe, die haben so von irgendeiner isländischen Metal-Band oder so, wo aber, und das ist aber so ein Schneeballsystem irgendwie, das sind irgendwie so ganz kuriose Leute, die Englisch reden und so CDs verkaufen und dann, das ist irgendwie so ein bisschen kriminell. Es gibt so kriminelle CD-Verkäufer, die irgendetwas vorhaben mit dir, ich weiß es nicht. Sie verkaufen dir 50 CDs, die du dann zu einem besseren Preis kannst weiterverkaufen. Etwa so, ich glaube wirklich so. Das CD-Schneeballsystem. Das macht extrem Sinn in der heutigen Zeit. Nein, ich muss es nochmal nachlesen, aber das sind wirklich kriminelle CD-Verkäufer gewesen. Ich habe mit so einem geredet. Ich habe wirklich am nächsten Tag so 20 Minuten gelesen, so, fuck, ich habe mit denen geredet. Und ich bin wirklich so, no, I don't have time. So, und dann schnell weitergelaufen. Und sie haben wirklich so ein bisschen isländisch ausgesehen. Aber es gibt Business-Modell. Das kannst du auch noch recherchieren. So eine isländische komische Band. Ja, also ich bin denen auch begegnet. Aber es sind, glaube ich, Russen gewesen. Ah, Russen sogar? Ja. Fast das Gleiche. Ah, oder ja, irgendetwas Nordisches. Ja, oder ja, östlich. Ja. Östlich, ja. Nordöstlich. Du, Russland, Island, gell? Hey, je nachdem, von wo du schaust, ist alles... ist alles so... ist alles halt, nördlich gell? Oder östlich von der Schweiz. Nein, ich bin mal auf Instagram von so einem Schneeball-Dude angeschrieben worden. Mhm. Aber es ist natürlich nicht mehr so ein offensichtliches Schneeball-Prinzip. Also weißt, es ist nicht einfach... Du holst so und so viele Leute und die holen dann so und so viele Leute. Mhm. Sonst ist dann mehr so gesehen, es gibt verschiedene Abos, die du kannst lösen kannst. Und durch das ist dann bessere Kontaktmöglichkeiten und so. Ja. Und das Geile ist gesehen, ich bin schon am Comedy machen gesehen und irgendwie, das ist gerade so mit Deutschland losgegangen. Mhm. Ich bin irgendwie im Zug auf, ich weiß nicht, Köln, glaube ich, für eine Fernsehsendung. Und irgendwie, da immer so geschrieben, so, hey, was, ich hätte vielleicht etwas für dich, können wir mal telefonieren? Und ich dachte, der hat eine Anfrage für mich, also weißt du, irgendwie ein Auftritt. Mhm. Und ich so, ja, ich bin jetzt im Stress, aber ich rufe dann an, wenn ich im Zug bin, eben auf Köln oder irgendwie so. Estnisch! Estnisch? Ah, okay, Island, Russland, die Mitte ist Estland, wir haben es etwa, wir sind fast dort gewesen. Gratis-CD und dann... Sie sind sogar da gratis. Steht aber nicht, dass das etwas Böses ist, sondern das ist einfach eine Band, die da... schlecht recherchiert da. Ja, das ist. Hä? Die haben gratis CDs. Gehen wir mal bei denen auf Facebook. Illuminium heissen die. Illuminium. Die haben ja geile Outfits.
Jacke. Ich habe gemeint, es ist irgendetwas schräg an denen. Yeah. Vielleicht sind es auch nicht die gesehen. Ja. Und auf jeden Fall telefoniere ich dann mit dem Dude. Und er so, hey, ja, alles klar bei dir. Und ja, super, bla bla bla. Und dann sagt er so, erzähl mir mal ein bisschen von dir. Und ich so, hä? So, okay. Ja, was machst du gerade so? Wie läuft es im Geschäft und so? Und ich so, hey, super. Ich fahre jetzt gerade auf Köln und das und so, oder? Und dann sagt er, warum hast du denn mit mir reden? Und ich so, weil du mir gesagt hast, du hättest vielleicht etwas für mich. Und ich habe gedacht, ich höre mir das jetzt an. Mhm. Und dann habe ich aber noch nicht gecheckt, dass es um so einen Schneeball-Scheiß geht. Oder? Und dann hat er gesagt, ja, ich schicke dir mal ein PDF, schau es mal an, dann können wir morgen wieder telefonieren. Bla, bla, bla. Und dann schaue ich das an. Und es ist wirklich, es hat irgendwie geheißen, nach Apple und Google oder irgendwie so, sind sie schon die drittumsatzstärkste Firma von der Welt. Ja. Und dann hast du so Bilder gesehen von irgendwie ihrem Headquarter, wo sie ausgesehen hat, wie auf so einem so eine Footballstadion eingepackt mit Glitzer und so. wahrscheinlich Photoshop, keine Ahnung. Und dann habe ich dem logischerweise keine Antwort mehr gegeben. Und irgendwann ist mir das wieder eingefallen und habe irgendwie den Leuten die Webseite zeigen. Mhm. Das ist natürlich schon off. Ja. Schon weg. Geht's schon wieder die haben es schon verwischt. Sehr wahrscheinlich, ja. Ja, oder die kommen doch einmal mit so Vitaminpulver oder irgendwelchen so Heil. Ach, der Kollege von mir hat einmal von einer Mitarbeiterin, das war mega unangenehm gewesen, weißt? Die hat ihm dann so etwas aufgeschwätzt und hat wie nicht können Nein sagen. Und dann hat sie ihm gesagt, ja und, hast du jetzt da schon andere kontaktiert? Und hat gesagt, hey nein, ich steige jetzt da aus und so, ich will nicht mit dem. Und nachher ist es sehr mühsam gewesen. Weißt du, nachher wirklich so 50 Anrufe in Abwesenheit und so. Und du kennst die Person also vom Arbeiten, es war wirklich so unangenehm gewesen. Mm. Aber ja, ich glaube, das ist, glaube ich, nicht so das Gute. Ich glaube, jetzt auch bei diesen ganzen Krypto-Sachen gibt es da auch viele Leute, die irgendwie. Also, das ist wieder etwas anderes. Aber einfach so die Leute, die das Gefühl haben, sie verkaufen dir etwas sehr gut. Ja. Die huren Life-Coaches und. Es ist so eine Seuche. Kennst du die Serie Schitt's Creek? Nein. Das ist eine Serie, wo es um so eine superreiche Familie geht, wo mal schnell alles verliert, weil irgendwie ihre Buchhalter sie verarscht hat oder so. Und das Einzige, was sie noch haben, ist so eine ganz kleine, verschissene Stadt in the middle of nowhere in den USA. Und sie müssen da hinziehen und sie probieren halt so möglichst schnell wieder dort rauszukommen. Und das Geilste ist, es gibt eine Folge, wo sie dann irgendwie eben so Business von so Kosmetik-Cremli und Zeugs und Sachen, und es ist eben auch Schneeballprinzip, und dann machen sie eine Party, wo sie die paar Bewohner von dieser kleinen Scheißstadt alle zu sich einladen und die große Präsentation machen mit, oh, und da haben wir die Gesichtscreme und Zeugs und Sachen, und dann stellt sich raus, dass natürlich alle in dieser Stadt auch schon Teil. Und die haben so, ja, wir haben vor 5 Jahren sind wir eingestiegen, wir haben auch alle die Creme. Super. Es bringt einfach nie etwas. Ja. Und es ist einfach immer wieder, probieren sie da rauszukommen. Und darum ist es Schneeballscheiß. Ach. Ja. Aber das Schlimme ist, es funktioniert immer noch. Und es funktioniert ja eben zum Teil jetzt fast besser mit Internet. Und man kann so schnell irgendwie zu Geld kommen. Und eben, Kryptowährungen ist auch so etwas, wo einfach, wow, du kriegst dann halt mega viel keine Ahnung, Units von dieser Kryptowährung. Und dann denken alle so, oh ja geil, und wenn das dann ansteigt auf 60'000 wie der Bitcoin, dann bin ich ja Milliardär. So, oder? Ja, es ist schon so. Also sie sprechen dich immer so an, so, willst du aus deinem normalen Alltagstrott, 9-to-5 und so. Und es ist immer so, bei uns musst du nichts arbeiten und in einer Stunde und du wirst Millionär. Und es ist immer so, es ist einfach alles immer zu gut, dass es kann wahr sein. Und vielleicht hat einer von einer Million wirklich mal das Glück gehabt, dass er dort irgendwie, so wie ein Lotto spielen, dass er halt wirklich reich geworden ist, aber bei den anderen. Ja, ich glaube, wenn du ganz am Anfang bist, dann geht's ja. Mhm. Wenn du wirklich Nummer 1 bist vom Schneeballprinzip, dann geht's. Und du wirklich jedes Mal 20% irgendwie von einem Sale kriegst, dann ist gut. Dann musst du einfach schauen, dass sie dich nicht verwischen. Und dann gehst du weiter. Voll. Easy. Hast du sonst noch dumme Jobs gehabt? Oder ist das der schlimmste gewesen?
Nein, das ist, ich habe nachher mir gesagt, ich würde eigentlich jetzt nur noch machen, was mir Spass macht, was natürlich ein grosses Ziel ist. Yeah. Nein, ich habe nachher eigentlich nicht mehr so schlimme Jobs gehabt. Ich habe dann ziemlich schnell beim Radio dann angefangen. Das ist eigentlich so ähnlich wie du fast, ja. Du bist auch Radio-Mensch gsi, oder früher? Ja. Oder eigentlich bis vor kurzem sogar noch. Wieder kurz eingestiegen. Ja, also Radio ist zwar bei mir vergleichsweise spät gekommen, weil ja. Bei mir ist es halt noch gesehen, eigentlich eben bevor YouTube gesehen ist, hat es noch halt Jugendfernsehen gegeben. Ja. Oder? Ah, stimmt, ja. Und mit dem habe ich eigentlich angefangen. Ja. Und dann habe ich schon Bühne gemacht mit so Theaterspielen und meine Late-Night-Show. Und dann, wo ich zum Beispiel das Gefühl hatte, scheiße, jetzt muss ich Unterschriften sammeln. Ja. Weil etwas anderes gibt es nicht mehr. Ja. Ich habe keine Ausbildung, ich habe keinen Job. Ja. Ich mache die Late-Night-Show, wo nicht einmal die Krankenkasse zahlt, ja, pro Monat. Jetzt wird es eng. So, und dann ist es wirklich, keine Ahnung, aus dem Nichts hat dann jemand vom Radio, weil ich mal ein Praktikum gemacht habe bei einem anderen Radio, hat mir dann geschrieben, so, hey, willst du mal einen Kaffee trinken? Und die haben müssen ersetzen, Jacqueline. Ja. Visantine. Ja, die nachher im SRF war. Richtig, ja. Weil sie zum SRF gegangen, ja, ist. Haben sie auf einmal irgendwie so eine leere Stelle gehabt. Und vor allem Lokalradio ist ja damals wirklich noch sehr, sehr picky gesehen. Mhm. Du brauchst dann auch wirklich eine lokale Stimme. Mhm. Also du kannst dich nicht irgendwie jemanden aus der Ostschweiz beim Basler Radio moderieren, ja, lassen, oder? Und danach haben sie irgendwie gedacht, ja, jetzt müssen wir halt einfach. Bleibt nur noch der übrig. Und das war mein Glück gesehen. Das hat mir dort wirklich den Arsch gegeben. Ja. Ja. Ja, aber nein, bei mir ist es wirklich so. Nein, aber es stimmt, ich habe eine schwarze Stelle in meinem Lebenslauf, habe ich gerade gemerkt. Nein, ich bin eigentlich auch zuerst beim Fernsehen gewesen, bevor ich zum Radio gegangen bin. Ich habe nämlich nach dem Job, also eigentlich hat mich der Verkaufsjob nachher zum Fernsehen gebracht, weil ich habe einem ein Internet-Abo verkaufen, das eben Bluewin TV oder was es war. Und dann sagt er so, ja, ich bin beim Fernsehen. Und ich so, okay. Ja, kennen Sie meine Stimme nicht? Und ich so, nein, Entschuldigung, es tut mir leid. Ja, und dann habe ich so wirklich, ich bin so nach der Matur gesagt, ich hätte irgendetwas richtig Medienjournalist, etwas mit Medien machen. Yeah. So. Ja, dann habe ich einfach so frech gefragt, ja, gibt es einen Job rein? So, mir gefällt der Scheiß da mit dem Ding eigentlich nicht. So, ja, hier, gib mal meine Karte. Und dann ist das ein Sprecher gewesen, beziehungsweise nein, es war ein Promi-Journalist gewesen, zusammen mit dem Sprecher, die sind zweit unterwegs gewesen, von Star TV. Star TV, also eigentlich, ich weiß nicht, ob es das heute, es gibt es glaube ich schon noch, aber so in den 90er Jahren, Anfangs 90er Jahre ist das noch relativ ein bekannter Privatsender gewesen, Star TV. Und dann hat er mir den Kontakt gegeben und ich habe einfach mein Maturzeugnis und irgendwie einen Brief geschrieben. Das ist 2000... Nein, welcher du? Gräter hat er geheissen. Der Herr Gräter ist ein bayerischer Promi-Reporter. Das ist auch nicht lange Michael Gräter, der Bildreporter, der berühmte. Genau, das war der Michael Gräter. Dann komme ich dort her und habe dann ein Bewerbungsgespräch mit der vom Sekretariat und Michael Gräter. Und dann zuerst mal gesagt, ja, du bist nicht bei einer Gewerkschaft oder so. Und nachher gesagt, das darf man nicht fragen, das geht nicht. So, ja, also bei uns da musst du arbeiten. So, dann haben sie mir dann ein Praktikum angeboten. Und dann irgendwann, dann habe ich angefangen bei Game TV, das ist so eine Games, dann hast du Games testen und dann und nachher so Reviews darüber machen, mit dem Ilfil, der ist damals der auch noch... Der Ilfil. Oh, ich habe den Ilfil, das ist auch noch so eine Grösse. Völlig vergessen. Der Ilfil und der Marco Schwab, das sind so die beiden Helden. Das sind Helden, genau. Und ich bin eigentlich... Und Viola Tami ist dann auch noch kurz gesehen. Genau, und ich bin eigentlich ihre Redakteur gewesen. Und dann irgendwann, und der Gräter ist einfach, der ist für die Filmredaktion irgendwie da und für Promi irgendetwas. Und der ist immer in diesen Gang rumgelaufen. Und irgendwann ist der Gräter einfach nicht mehr umeinander gewesen. Dann hat sich herausgestellt, dass der, ich weiß gar nicht, ob man das erzählen darf, aber ich glaube schon, der Chef von Star TV hat den Gräter in Schlieren, wo Star TV ist, irgendwie in einem Hotel unterbracht, weil der ist gesucht worden von der deutschen Steuerbehörde oder so, wegen irgendeinem Fall. Und nach 3 Monaten ist er einfach nicht mehr rum gewesen, weil sie den verhaftet haben. Dann sind sie dann geholt. Es war wirklich ganz shady gewesen. Und ich bin eigentlich, das ist wie so die Geschichte, ich bin eigentlich von irgendwelchen Kriminellen da angestellt worden. Und es ist einfach, es ist ganz wirklich straube Zeit gewesen. Einmal hat der Chef dort irgendwie gefunden, da hat es Adams Family gegeben.
die Serie Schwarz-Weiß, yeah. Adams Family, das Original, das ist halt so zum Programm fühlen gelaufen. Und dann ist der eines Tages einfach mal so in den Sendeablauf und hat da die Farbe rumgespielt. Und dann ist Adams Family plötzlich einfach nur noch schwarz-blau gelaufen statt schwarz-weiß. Weil er jetzt gefunden hat, das ist lustiger, das ist besser so. Und dann hat irgendwann die Produktionsfirma oder halt der Rechtinhaber angeläutet, das ging nicht mehr, kann nicht Adams Family einfach schwarz-blau senden. Yeah. Es ist ihm wirklich nicht rein, es ist wirklich gestört gewesen, was dort gelaufen ist. Und dann hat er einmal eine Geschichte gegeben, dass er vom einen Tag vom anderen die ganze Belegschaft entlassen hat und am nächsten Tag wieder allen angeläutet, sie sollen jetzt doch wieder arbeiten kommen. Und einfach, es ist wirklich, StarTV ist wild, wilde Sendung. Aber es ist wirklich, im ganzen Medienbusiness gibt es einfach so zwei, drei Supernarzisten, die wahrscheinlich auch noch, keine Ahnung, zwei, drei psychologische Gutachten oder andere Sachen würden führen kommen. Ja. Und es ist crazy, es ist super entertaining. Es ist wirklich. Also, ich meine, ich habe beim Radio, nur schnell, ja. Der Typ, wo mit mir einen Kaffee trinken, der ist jetzt auch immer noch sehr gut im Medienbusiness. Und der andere, der damals das Radio besessen hat, also nicht besessen eben, das ist eben nochmal falsch, er hat mit Geld von einem grossen Medienunternehmer hat er geschafft. Mhm. Und nicht sehr erfolgreich. Ja. Und zwar ist das gesehen, der Christian Heeb. Ja. Du kennst das sicher. Ja, aber also flüchtig, der Name sagt man etwas. Damals mit dem Roger haben wir das Radio erfunden. Ah, so ja. In dem Stil, ja, oder? Ja. Und von Christian Heeb hat man immer wieder geile Geschichten gehört und so. Ein sehr unterhaltsamer Typ, natürlich. Zum Teil wirklich crazy. Und ich habe ihn schon in seiner späteren Zeit erlebt, oder? Wo halt wirklich schon, der hat halt irgendwie schon 40 Jahre Medien gemacht und so. Aber mein Vater hat, wo er beim Lokalradio angefangen hat in den 80ern, hat auch schon unserem Christian Heeb geschafft. Und danach habe ich tatsächlich mein quasi Anstellungsgespräch habe ich gehabt. Und dann sehe ich zum ersten Mal den Mensch, wo ich schon alle die Geschichten gehört habe. Mein Vater erzählt hat vor 30 Jahren, ich bin dem geschafft. Und dann sagt er, es ist unglaublich, wenn ich daran denke, dass ich vor 30 Jahren das Heinzli von der Strasse geholt habe und jetzt der Sohnemann da sitzt. Weißt du, du denkst, das ist Satire, das ist gar nicht das. Yes. Und du hast immer die Filme gesehen und die Serien und so und hast immer so gedacht, ja, schon geil, oder? Bist du übertrieben und so. Und dann irgendwann merkst du, nö, es ist so. Es gibt die Figuren. Es ist crazy, es ja. Ist so. Ja, aber ich glaube, die kommen dann noch so einer Zeit, wo irgendwie so die Lokalradio, so die Pionierzeiten, oder? Und die haben irgendwie noch so das Gefühl, die haben halt etwas geschafft. Die haben auch wirklich etwas geschafft, oder? Und dort ist auch noch richtig, richtig Business gemacht worden. Also weißt du, Lokalradio, wo das losgegangen ist, ist ja die Sensation gewesen. Mhm. Weil jeder Mensch, der irgendetwas wollte wissen, hat dann das Radio angeschaltet. Das war deine Informationsquelle Nummer 1 gewesen. Ja, oder auch Musik. Ich glaube, also du hast ja, die Radiomoderatoren sind ja auch DJs gewesen. Die haben dann auch die neue Musik mitgebracht, oder? Absolut. Und heute, wenn du natürlich moderierst. Im Plattenraum hast du dann deine Plättchen ausgesucht. Und oder? Je nachdem, wer halt moderiert hat, also die hat Zeit halt, hat es halt anders getönt. Und das ist immer ein bisschen mein Ding beim Radio, wo ich dann beim Radio nachher angefangen habe, ist so, ich habe es mega cool gefunden. Ich liebe das Medium Radio, irgendwie mit der Musik zusammen moderieren. So das live auf Sendung, am Morgen die Leute aufwecken und so dabei sie begleiten, so das Spontane. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, fuck, ich bin einfach 20 Jahre zu spät. Oder sogar 30. So, die goldenen Zeiten, wo ich mir angefangen habe, hast du gewusst, es ist vorbei. Yeah. Und eben, die Musik ist halt einfach der gleiche Brunst die ganze Zeit, größtenteils. Du kannst halt eben Musik selber wählen. Ist ja sowieso nicht zur Debatte gestanden. Es ist ja alles durchprogrammiert. Yeah. Und ja, das hat mich so ein bisschen ernüchtert, irgendwie so wie beim Radio. Ich finde es immer noch ein mega geiles Medium, so, aber so, ich glaube, so die besten Zeiten sind so The Boat That Rocked ist so einer von diesen Filmen. Boah, das ist richtig das, geil. Ich habe mich, wenn ich beim Radio, wenn es mich angeschissen hat, habe ich mich einfach The Boat That Rocked geschaut. Einfach, zu mich moderieren, zu mich wieder motivieren.
Und dann habe ich mich so gefühlt wie die auf dem Schiff, wo da so ihr Piratenradio gemacht haben früher. Und dann bin ich wieder motiviert zum Arbeiten gegangen. Und habe dann aber wieder gemerkt, dass... Dann habe ich Jean-Paul abgedruckt. Fuck. Die haben ja sogar noch so Groupies gehabt, die dann irgendwie aufs Schiff kommen, auf ihr Radioschiff kommen. Oh mein Gott, der Film stimmt, der ist mega geil. Ja, von der einen Szene, dann mit, wo dann Creedence Clearwater läuft. Das ist so geil. Ja, nein, grossartiger Film. hast du im Radio hast du auch immer Vierungen gehabt? Mit so Schieler, wo dann, weißt du, so eine Gruppe von Schieler kommt? Ja. Boah. Wobei, ja, jetzt dort, wo ich geschafft habe, ist es jetzt nicht so oft gewesen. Da hat sich auch schon nicht mehr so viele Menschen für das Radio interessiert. Das ist oft, jetzt ist immer, weißt du, mit der Zeit hast du richtig so die Programme drauf gehabt. Also, ja, wir haben 6 Bildschirme und das ist der, wo der Verkehr bringt und das ist der, wo ich Telefon abnehme und das ist der. Und das Musikprogramm funktioniert eigentlich wie bei iTunes, ein Song nach dem anderen. Weißt du? Wow! Die alle immer so. Vor allem, wenn sie so im Alter von 14 bis 16 sind, hat einfach nach einer halben Minute auf das ganze Studio gestunken. Weil sie noch nicht gemerkt dass jetzt ja, nicht der Deo drauf tun. Genau, die dumme Übergangsphase, wo alle so nicht oft gewaschen und trotzdem noch nicht wirklich gepflegt. Ja. Aber ja, ich erlebe die Führung jetzt auch noch so im SRF. Da kommen auch so Schulklassen und so. Und ich merke einfach, die sind total desinteressiert. Ah, mega. Das interessiert sie ja so, sie hoffen. Und sie so, ja, die Lehrer haben wahrscheinlich am meisten interessiert es eigentlich die Lehrer. So, mal gehen wir bei denen vorbei, das interessiert. Und die Schüler so, was ist das? Die sind schon lange, die schauen gar keine Fernsehen mehr. Fragen. Das sind immer so, aha, ja. Und du siehst also alle das Gesicht am Einschlafen und so. Das ist auch nur so eine unangenehme Situation. Okay, also nur schnell, bei StarTV ist dann der andere Dude weg. Ja. Und du hast weiter deine Redaktionsjobs gemacht? Ja, ich konnte gamen in der Arbeitszeit und nachher so halt Game-Tests machen. Also. Und das ist so, ich bin etwa ein Jahr, anderthalb bin ich dort gewesen, ich habe nachher noch eine Festanstellung, ich habe zuerst ein Praktikum gemacht, dann habe ich eine Anstellung bekommen und habe dann gefunden, komm, das muss ich jetzt noch machen. Und dann, es ist lustige Zeit gewesen, eben mit der Mil viel zusammen, hat so einen lustigen Cutter gehabt, wir haben das dritte so eine Magazinsendung gemacht, wöchentliche, wo wir Games testet haben. Da sind wir ab und zu so Games Master. Ist die auch so schwarz-weiß gesehen, gell? Das ist doch hey, aber auch völlig mit Effekt über. Ja, mit so damals Fischaugen schon groß trendig gesehen. Fischaug-Objektiv und ich glaube, die zweite Kamera ist schwarz-weiß gesehen. Oder ist alles schwarz-weiß gesehen? Ja, das kann sein. Wir haben alles Mögliche immer ausprobiert. Es ist eine riesige Freakshow gewesen. Und es ist immer so, der Ilfi hat immer gefunden, es muss genug passieren in diesen Shows. Und dann hat es immer so Einblender von der Game-Symbol, die sich so gedreht haben. Und steht wieder. Und es ist auch so völlig, es ist so völlig eine Overdose gewesen. Absolut. Der Ton ist nicht so, hat sich ein bisschen gerostet und gemacht. Aber ich weiß nicht, ich habe das immer geschaut. Ja, aber es ist eigentlich noch eine geile Sendung. Und es ist vor allem, wir haben eben auch noch so ein bisschen, dort habe ich eben auch so ein bisschen das Flair fürs Comedy eigentlich selbst ein bisschen entdeckt. Wir haben dann auch so angefangen, irgendwelche Leute die ganze Zeit durch den Kakao ziehen. So, wenn jemand über den Alain Sutter ist, jede Sendung vorkommen. Und einfach so, es ist gar nicht mehr nur um Games gegangen, sondern auch darum, irgendwie ein bisschen Zeug zu kommentieren und sich lustig zu machen. Und es war eigentlich noch eine lustige Zeit gewesen, aber... Ja, du hast halt gemerkt, irgendwie wieder am StarTV. Das hat mich sowieso ein bisschen verfolgt, irgendwie so in meiner Medienkarriere. Ich bin überall hierher gekommen, bin immer das Gefühl gehabt, ich bin immer ein bisschen im Moment spät gekommen. Also auch bei StarTV habe ich das Gefühl gehabt, dort ist es dann nachher irgendwann zusammengebrochen. Yeah. Im Radio das Gleiche. Es ist einfach überall, du kommst her und dann wird eigentlich abgebaut und es wird eigentlich weniger. Und alle erzählen immer, weisst du, früher war es so gut gewesen. Weltklasse. Yeah, yeah. Dann später bin ich zum Sport gekommen beim SRF und dort war es auch gewesen, alle Reporter oder Kommentatoren, damals haben wir alle Reporter ausgesehen, jetzt ist nur noch Fließbandarbeit und irgendwie hat mich das irgendwann angefangen so ein bisschen anschiessen, immer nur zu hören, was früher alles besser war. Das habe ich bei Viva gehabt. Ja. Dann habe ich mal ein Praktikum gemacht und die sind dann auf Schlieren gezogen und das ist die schlimmste Zeit für mich. Ja. Weil ich mit dem Zug habe ich 2 Stunden einen Weg gehabt. Ja. Ich bin an Schlieren vorbeigefahren, irgendwie am 8:45. Habe ich richtig aus dem Zug können, habe ich mein Büro gesehen. Und dann bin ich am 9:00 irgendetwas am HB gesehen und habe dann immer um 1 Minute die S-Bahn verpasst. Das heisst, ich habe dann, glaube ich, um 17 ab oder so, habe ich die nächste gehabt, damit ich dann um 9:30 zum Arbeitsbeginn, wo zum Glück noch moderater Arbeitsbeginn war,
Aber normal für Medien. Normal für Medien, dafür bist du halt bis um 6 Uhr dort, mindestens. Oder? Ja. Eher halb 7 Uhr. So. Das heisst, ich habe wirklich von Tür zu Tür habe ich 2 Stunden gehabt, einen Weg. Mhm. Und so oben, eben dann halb 7 Uhr, bist du wieder an HB, was schon ein Pain war. Ja. Und danach hat dort mit dem TGV, schlimmste Zug zur Stoßzeit, zurück auf Basel. Ich habe letzte Woche. Das für irgendwie 800 Stutz im Monat. Ja. Und vorher habe ich bei der Versicherung geschafft und habe ich vielfach davon verdient. Aber ich habe auch gefunden, ich muss irgendwann jetzt ich riskiere etwas. Ja. Und ich gehe jetzt eben, ich probiere das jetzt mit Medien nochmal so richtig und bla bla. Und dort ist es auch so gesehen, irgendwann hat mir jemand erzählt, das, was du jetzt machst als Praktikant, das sind früher noch 4 Vollzeitstellen gesehen. Ja. Du bist so, was? Es ist wirklich so, ja. Also das läuft irgendwie immer so. Und immer so, ja, weißt du, wenn du es machst, dann macht es ein anderer. Ja, weißt du, ja, ist immer so, hey, du musst gar nicht das Gefühl haben. So. Ist weißt so, ja, und überall gut. Hängen noch so goldige Schallplatten von der grossartigen Zeit. Ja. So, ja, weißt du, da haben wir auch eine gekriegt, weil wir haben schon Miroquai eine übergeben und dann haben wir dort das gemacht und so. Und dann bist du einfach so in einem traurigen Büro in Schlieren und läufst am Mittag zum Hinstand irgendwie für 2 Stutz ein Brötchen kaufen, weil mehr kannst du nicht leisten. Ja. Zum Teil gar nichts Mittagessen. Und manchmal habe ich so den Hörnli-Salat vom Coop. Ja. Das ist mein Mittag gesehen. Ja. Und das ist wirklich so, okay, das ist jetzt und living dann, the dream. Und dann noch in Schlieren raus. Wirklich. Das ist, ja, das Start war auch in Schlieren gewesen. Es ist wirklich einfach eine Trostlosung. U1TV war damals auch noch irgendwie da mit dem Mike Schiwa, der hat dort auch noch gesendet. Das ist wirklich so, es ist einfach eine trostlose Gegend gewesen, dort raus, an dieser Hauptstrasse. Und ja, hure weit, auch von mir zu Hause. Ich war zu Zürich gewohnt, ich habe eine Stunde gehabt, von mir zu Hause zum Schlieren. Das war einfach so am Ende der Welt gewesen. Und dann bin ich mit dem 31er-Bus irgendwie dort hinten gefahren. Und dann habe ich auch noch ein Billett gehabt für die Stadt Zürich. Und dann sind sie natürlich genau immer kontrollieren, eine Station zu Schlieren. Yeah. Ja. Noch Busse zahlt mit dem Lohn und so. Aber was krass ist, ich bin in dem Fall jetzt, keine Ahnung, 10 Jahre später oder so, bin ich zum ersten Mal wieder in Schlieren gesehen. Und zwar bin ich, essen. Ah. Ja, ich bin essen. Ja. Im Steakhouse dort. So. Und dann bin ich zum ersten Mal wieder in Schlieren und dann denke ich so, das ist ja der Platz mit dem Coop und so. Und merke so, das ist ja viel schöner, als wenn ich hier gesehen bin. Also sie haben es schon an gewissen Orten einfach aufgewacht. Hat es gemacht, Schlieren. Die Gentrifizierung, die geht bis auf Schlieren. So, oder? Jetzt sind dann alle Hipster sind jetzt dann Schlieren. Jetzt gibt es dann dort so Sushi-Bars und so. Sofort da. Schlieren, das neue Innenquartier. Sushi und Juice und... Ja. Und Urdinkel-Cracker. Ja, also eben nicht gegen Schlieren, oder? Also ich glaube, es gibt auch noch einen schönen alten, so ein älteren Dorfbereich. Es ist einfach so Gesamtkonstellation noch mit diesen lustigen Medienunternehmen dort. Genau, und diesen Büros und so. Und diesen Büros, wo so ein bisschen... Aber es hat dort noch eine Kantine gegeben von der NZZ-Druckerei, die unterdessen auch zugemacht hat. Und dort hast du verdammt billig Salatbuffet holen können. Weil sie haben es nicht gewogen und du hast alles können, so Lachs und so Kartoffeltärtsch. Und wir haben immer so die kleine Plastikding genommen und einfach bis oben gefüllt. Yeah. Und dann so runtergedrückt und dann so mit so noch so zugemacht. Und einfach so irgendwie so für 7 Stutz einfach ein riesen Menü geholt von Salatbuffet. Wenn ich das gewusst hätte. Ja, das wäre eine NZZ-Druckerei. Gibt es jetzt auch nicht mehr. Das beste Salatbuffet, das ich je hatte. Der Stefan Heuss, der Erfinder, der bei Jacopo Müller immer wieder auftreten ist, der hat eine Nummer, wo er es genau von diesen Buffet-Tellern hat. Wenn er sagt, wenn man pro Teller zahlt, dann hat er so eine Konstruktion gemacht, wo er dann so Sparkragen auf den Teller einen nach dem anderen drauf tut, so, dass du dann wirklich irgendwann so einen Turm von einem Teller hast. Ja. Und danach hat er noch so Höken, weißt du, wo er dann noch das Gemüse dranhängt und irgendwie da kann noch eine Banane dranhängen und dann kommt noch das. Und das ist dann alles ein Teller. Damit eben Herr und Frau Schweizer für irgendwie 6 Stutz trotzdem für eine Woche gegessen haben. So, oder? Bei uns hat es auch einen gegeben, bei uns im Team, ich sage jetzt den Namen nicht, wo Salatbuffet in der SRF-Kantine so fest ausgereizt hat, dass es hat wie so einen, du hast können wägen bis 12 Franken und ab 12 ist wie
plafoniert gewesen. Der ist nicht mehr weitergegangen, oder? Und er hat einfach immer seinen Teller wirklich so bis da aufgefüllt und einfach noch alles drauf und so, dass sie irgendwann, und sie haben jedes Mal so angeschaut, ja, kostet halt 12 Franken, weißt du, kann halt nicht machen. Und dann irgendwann hat es angefangen, schau, wir können jetzt das nicht mehr weitermachen. Und dann hat er das erste Mal so, ja, es kostet jetzt halt 35 Franken. So, das ist, und wegen ihm ist das ganze System, es hat einfach einer gebraucht, der zwei Schuss genutzt hat, ja. Ist das ganze System dann zusammengebrochen und jetzt muss man einfach, egal was man drauf tut, muss man den gesamten Preis zahlen. Ja, siehst du, ja. Ja, so läuft es. So ist es mir gegangen, als ich das erste Mal ins Tibitz bin. Oh, Tibitz. Was, ja. Hast du gemeint, es ist nicht nach Gramm? Oder nein, was? Nein, aber ich habe nicht gedacht, dass das Zeug so teuer, ja, ist. Weißt? Ich habe mal so ein bisschen Metall gefüllt und dachte, ah, ja, geil, das mache ich auch noch drauf. Und dann sind 35 Stunden nicht so was. Für so, ja. Ja, eben, so gefühlt so, ja, ein bisschen Riebli, ein bisschen Kichererbsen. Ja. Ja, das Tibitz ist, ja, dort kannst du auch schön zahlen. Ich glaube, dort musst du auch so ein bisschen taktieren. Was ist kostbar und leicht? Genau. Und was ist einfach nur leicht, ja, ja, aber ja, ja, hat so Herdöpfelsachen nicht nehmen, das ist schwer. Lieber so, ja, das ist eben noch schwierig. Lieber so Hummus. Genau, das hat mein bester Freund hat das gesagt, wo wir mal an einem Brunch sind, hat er gesagt, iss kein Brot. Einfach kein Brot. Weißt, das lohnt sich nicht, das stoppt zu fest, sondern, weißt du, irgendwie ein bisschen vom Brot und viel Fisch. Lachs, Kaviar, einfach so das Teure. Ja. Aber auf keinen Fall Brot. Ja. Und ich sage, aber ich will ja an einem Brunch Brot essen. Aber ich habe es dann verstanden, weil es ist sehr reichhaltig gewesen. Ja, weil das Brot, das stopft einfach, oder? Eben. Dann musst wenig Brot, ja, nehmen. Also ganz dünne Scheiben. Und in Basel sagt man auch immer grundsätzlich beim Essen, immer zuerst das Fleisch, das teuerste. Ja. Weißt, wenn du so einen schönen Teller kriegst, einfach zuerst Fleisch essen. Ja, ist schon so. Ja. Und im Tibitz gibt es ja nicht einmal das. Hat Äpfelpüree danach. Ja, eben, das habe ich dann, ja, das, hab, das ist dann das macht es noch schlimmer, gesehen, ja. Es ist teuer und es hat nicht einmal Fleisch. Wobei, also es ist, ich finde es fein, das Zeug steht, aber es ist so, das macht dich dann noch hässiger. Ja, das hat mich also gestresst, als ich mal so entschieden habe, ich will ein bisschen gesünder essen, habe ich gemerkt, ich zahle aber jetzt auch oft viermal mehr. Ja, weißt? Aber wenn du dann so das Planted-Zeugs und so kaufst, so Planted Chicken und Planted, nein, das hat's dort gar noch nicht mal gegeben. Ah, also, einfach sonst Gemüse, so. Es fängt an mit irgendwie, ja, ein bisschen halt einfach nicht so einen 1-Kilo-Sack billig war, wo du irgendwie einfach mit konservierten Stoff kannst irgendwie in die Pfanne hauen, sondern effektiv, ja, Gemüse oder beim Fleisch schaust du dann halt auch, wenn der Fleisch isst, dass es vielleicht nicht gerade von einer an der Grenze super billige Scheiß ist. Und dann wird es auf einmal teuer. Okay, also dann ist irgendwann Star TV fertig gewesen. Genau, für Star TV bin ich nachher, dann habe ich mal irgendwie so ein bisschen angefangen zu studieren und dann. Was hast du eigentlich studiert? Medienwissenschaften? Ja, also Journalismus, Organisationskommunikation, ZOG. J-O, ja. J-O, ja, in Winterthur. In Winterthur, genau. Ja. Ich habe mal noch ein Semester Politologie gemacht an der Uni. Aber das habe ich dann wieder abgebrochen, weil irgendwie habe ich dann keinen Bock gehabt, um das Zeug zu machen. Wobei es also mich schon interessiert. Dann habe ich das gemacht, das war ein bisschen einfacher gewesen. Und habe dann parallel angefangen bei einem Radio Top, dort auch in Winterthur. Das hat sich dann gerade getroffen. Da bin ich eigentlich dann auch von zu Hause ausgezogen und so und habe dann können quasi mit dem Velo eigentlich Morgenshow dort machen und studieren und so. Und habe dann, das war eine coole Zeit gewesen. Eigentlich dort so ein bisschen Studentenleben, Radio machen, mega schlecht verdient. Natürlich, für das, was man macht. Aber es war cool gewesen. Aber immerhin während dem Studium schon Geld verdient. Voll, ja. Und ich habe dann zuerst vor allem eben so, dann habe ich wirklich so morgen schon wirklich klassisch moderiert und habe dann irgendwann so aus Vernunft gefunden, komm, ich mache mal noch etwas so ein bisschen, journalistischer und bin dann noch so Newsredakter gewesen und dann so Kantonsratskorrespondent und so ein bisschen die seriösen Sachen gemacht. Hast du dort deine Newsstimmen perfektioniert? Genau, meine Tele-Zürich-Stimme, genau. Dort habe ich mich wirklich am 6. in Tele-Zürich schauen, um halt so die verschiedenen Nachrichten, der Schweiz aktuell, um dann, was in der 7. News kommt. Und dort habe ich einfach zwangsmässig einfach viel auch so Tele-Zürich und die Sachen. Ich glaube, Tele-Top war auch noch im gleichen Gebäude. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Die haben den Slang auch ein bisschen drauf gehabt. Ein bisschen so. Und dann habe ich dort so ein bisschen das Ganze
ganze Privatradio-Game durchgespielt. Yeah. Das, aber mega coole Zeit gewesen. Also, ist wirklich, das Geile war halt auch, gewesen, ich halt immer so Jobs geliebt oder immer noch, wo du einfach so kreative Freiheit hast. Yeah. Wenn du morgen schon gemacht hast, du hast keinen Produzenten, so, du hast alles selber vorbereitet. Yeah. Und hast halt einfach deine eigene, du hast 4 Stunden Sendung gehabt, hast das können irgendwie fühlen und machen. Ist halt auch mega anstrengend, aber hat mega Spass gemacht. Hast Live-Gast gehabt noch häufig. Ja, da passiert noch ein bisschen mehr. Ja, ich weiss noch, bei dem Radio, wo ich damals angefangen habe, dort ist auch ist irgendwie beschieteilt worden in Morgen, weil die keinen fixen Morgenmoderator hatte, sondern bist mal du. So. Ja. Und dann schaust du den Senderplan an. Ist leer. Es ist oft leer. So, niemand hat etwas vorbereitet. Ja. Außer sind so ein paar fixe Rubriken gesehen. Wirklich das Radio, oh mein Gott. Zum Beispiel ist eins gesehen, wie hat es geheißen? Der Kalendereintrag oder irgendwie so. Mhm. Das wirklich, das war eine Moderation in dieser Morgenshow. Ja. Weißt du, so beste Zeit, keine Ahnung, 20 vor 7, oder, wo jetzt auf den riesen Kracher kommen müsste. Dann ist es so, heute ist der 11. November. Das ist der Tag, wo die Sonne am 7.59 aufgeht und am 17.54. Also das war schon vorproduziert. Ja, du hast dann auf so einer Webseite hast abgelesen, was an diesem Tag ist. Ja, der Namenstag ist Peter. Und du hast gesagt, ich dachte, nein. So, und dann habe ich mir auch nicht wirklich mega noch gross andere Inhalte zu generieren. Ja, weil irgendwann denkst du... Dann sagst du wirklich einfach, das ist der Song, es ist die Zeit, viel Spass. Ja, viel Spass, guten Morgen, guten Stand, Verkehr und ja. Und was ich dort aber auch machen musste, das war mein Problem, ich musste auch die Nachrichten lesen. Ja. Und die sind auf Hochdeutsch gesehen. Also du hast moderiert und noch die Nachrichten gelesen? Voll bescheuert. Ah, krass. Und sie haben so gesagt, weißt du, du musst jung und frech sein. Und ich kann doch nicht erzählen, wie dort und dort so und so viele Menschen umgekommen sind. Ja. Und dann drücke ich einen Knopf und nachher sage ich, hey, und jetzt machen wir das und das. Das darf nicht die gleiche Person Nein, sein. Nein, logisch oder? Nicht. Und dort habe ich natürlich auch perfektioniert, weil man jetzt auf Hochdeutsch lesen musste. Weil man gewisse Ortschaften ausspricht, oder? Ja. Und natürlich hast du viel News von Basel gehabt. Und dann hast du natürlich in der News-Stimme müssen sagen, Basel. Mhm. Weißt du, leicht nasal. Basel, ja. Basel. So, es ist komplett anders, als wenn ich mit Basel sage, oder? Basel. Am Barfüßerplatz haben. Nein. Ja, genau. Die Leute haben das Gefühl, sie müssen so reden. Ich habe am Anfang im Radio einfach andere nachgemacht, die im Radio moderieren. Ich habe gemeint, das muss dann halt so ein bisschen auf und runter gehen. Weißt? Und Sprachstimmprobe schicken am Anfang, um dich bewerben im Radio. Ich bin der Philipp und ich bewerbe mich wie das Radio. Ich töne etwas. Ich habe gemeint, das macht man so. Dabei ist es völlig falsch. So. Was ich bei uns immer geil gefunden habe, ist, hat es bei euch auch noch Musikwünsche gegeben? Ja, es hat einzelne Sendungen gegeben. Es hat am Abend jetzt immer den Musikwunsch gegeben. Aber Musikwunsch, auch schon damals ist das schon nicht mehr gefragt gewesen. Ja, ja. Und es hat einfach immer die gleichen Leute angeläutet. Logisch. Und bei uns hat immer der Dave aus Tagelswangen angeläutet. Und der Dave aus Tagelswangen war aber in so einem Heim. Gewesen. Und er war halt einfach leicht händige Bierdinger. Und dann war er mega lieb gewesen, aber der hat dann einfach immer so angeläutet. Aber mega lieb, aber es war so gewesen, so... Ja, also wir machen jetzt wirklich ein ganzes Wunschkonzert auch für den Dave aus Tagelswangen, was mega eine schöne soziale Arbeit ist, was wir machen. Aber es ist so, er ist wirklich einfach der Einzige und hat sich einfach jedes Mal die gleichen Lieder gewünscht. Immer der Gölä mit dem Schwan oder AC/DC, Highway to Hell. Etwas anderes kennen die Leute ja nicht, wo irgendwie privat. Und es ist wirklich immer, oder so Mash, geil. Mash mit der ewigen Liebe. Das sind die Top 3. Ja, das sind natürlich immer das ist gewünscht worden. Und ich habe mir gedacht, wieso machen wir das Wunschkonzert? Es gibt unterdessen schon, hat es noch kein Spotify, ist noch nicht so gross gewesen. Aber so, wo ist der Sinn? Und wer grüßt es noch? Geburtstagsmusikwunsch hat es auch gegeben. Dann haben sie am Geburtstag irgendwie um 10 vor 2. Und dann haben sie jemanden grüßt. Das ist aber zum Beispiel auch geil gewesen. Weißt du, das war, glaube ich, bei Viva, gewesen, wo sie so eine Sendung gemacht haben aus einem McDonalds. Sie sind immer aus einem anderen McDonalds am Senden gesehen. Und dann haben doch einfach die Leute dort können sich ein Lied wünschen und Menschen grüßen, oder? Ah, ja, das sagen wir. Ist nicht sogar dort der Hallo Mutter? Hallo Vater?
Ich glaube, das ist von so einer McDonalds-Sendung. Ah. Aber es ist so geil gewesen, das ist wirklich so, heute sind wir in McDonalds Dietikon und heute haben wir da, wer bist du? Irgendwie, Larissa. Also, hey Larissa, ja, ich wünsche mir das und das. Und das ist so geil gewesen. So nice. Aber bei unserem Lokalradio dort hat es einen gegeben, auch so eine Altmeister vom Lokalradio. Und der hat dort jetzt einfach wirklich noch richtig abgecashed und auch nicht mehr allzu viel Aufwand betrieben. Und zwar, damals ist das wirklich noch kein Thema gewesen eigentlich, er hat voraufgezeichnet. Ja. Er hat einfach die Moderationen aufgenommen und danach hat er sie einprogrammiert in seine Sendung und hat den Automat laufen lassen, dass er nichts mehr machen musste. Und weil das so ein altes Radio war, hast du keine Hintergrundmusik gehabt, während du geschwätzt hast und so Zeugs. Und es ist wirklich so, Lied hört auf und danach hast du so 2 Sekunden Pause und dann heisst es, das ist gerade The Smiths gesehen mit dem und dem Lied. So, oder? Und danach hat irgendeine Moderation und danach hat das nächste Lied. Ja. Und zum Teil hat er dann einfach gewisse Moderationen aufgenommen und die reingespeichert. Und irgendwann habe ich den Ordner gefunden, wo er die alle abgespeichert hat. Und dann habe ich eine Sensationswoche gehabt, weil ich einfach alle die Moderationen durchgelost habe. Ja. Und es hat so geile Scheiß drunter gehabt. Mit so, weißt du, so zeitlose News irgendwie. Der US-amerikanische Rapper Jay-Z hat kürzlich in einem Interview erzählt. Weißt du, irgendetwas, ja. Oder? Oder einmal gesehen. Haben Sie gewusst, dass man beim Schlafen 223 Kilojoule pro Minute verbrennt? Was auch immer gesehen ist, weil irgendeine komische Zahl. Mhm. Also, wenn Sie mich fragen, sollte ich mehr schlafen? Und danach hat der Chef wieder die nächste Sache. Hat er das Badumts gehabt? So, der Jay-Z hat er gesagt, und wer hat es noch gehabt? Der US-amerikanische Sänger Jason Mraz. Jason. So, ich habe mit dem durchgelassen, das war so geil gewesen. Und ich glaube, Highlight ist wirklich gesehen, das haben dann aber alle mitgekriegt. Einmal hat er so eine 5-Minuten-Moderation gemacht, wo er einfach das Studio erklärt. Hä? Ja. Und er sagt, wir haben hier ein Pult, sogenannte Sendepult. Und vor mir habe ich verschiedene Regler. 2 in der Mitte, 2 auf der Seite. Das eine ist für die Musik, wo man einen Song nach dem anderen abspielt. Und der in der Mitte ist der wichtigste. Der ist fürs Mikrofon. Und dann hat er wirklich alles so erklärt. Aber hat er niemand etwas gesagt? Hat er nicht irgendwie keine Sau mitgekriegt? Ah, das ist einfach so in die Lehre. Das Radio hat niemand gelöst, nicht einmal die das geschafft haben. Weißt du, wie ich meine? Das ist wirklich so. Und irgendwie 35 Leute haben das geschafft, viel zu viel. Alle überbezahlt. Darum ist ja dann. Der ist dann übernommen worden von Energy. Ah, ja? Okay. Und. Mal, das sagt mir aber noch etwas. Und dann ist ohne Scheiß, dann eben, hast du mal mir gegeben? Dann habe ich gedacht, boah, jetzt mache ich irgendetwas Geiles und irgendwie so probiert, in so ein halbes Radio-Comedy-Bit zu machen. Mhm. Und irgendwie, dort habe ich mit dem Eier interviewen, weißt du? Ja. Und dann machst du das und dann kommst du so aus dem Studio raus, weil es hat 35 Leute, oder? Und dann denkst du so, jetzt erzählt dir irgendjemand, das ist geil gesehen. Ja. Und das Radio ist nicht einmal an, weißt du? 35 Leute arbeiten in einem Radio, wo das Radio nicht läuft. Und du bist einfach so, okay. Yeah, fuck it. Gut. Dann lassen wir es, ja. Dann ist es wieder einfach, guten Morgen, Sie haben das und das Lied gehört und jetzt kommt das und das Lied. Das ist zu absolut nicht. Und dann bist du auch heimgegangen, den Boat at Rock zu schauen. Wo sind wir so mit 10 Frauen da zu moderieren. 13 Stars. Ja, eben, es ist halt, das eine ist mal, Lokalradio der Schweiz, das ist halt ein kleines Einzugsgebiet relativ. Natürlich. Und das zweite ist, ja, ich glaube wirklich die goldenen Zeiten vom Radio, die sind vorbei. Definitiv. So, sprich, die goldenen Zeiten vom Radio haben sich gewandelt. Jetzt machen wir Podcast. Genau da sind wir, oder? Ja. Jetzt da, die Millionen werden da nur noch eingespielt, oder? Ja, also es ist aber schon noch faszinierend, wenn du dann überlegst, was zum Beispiel die Hörerzahlen von dem Radio damals gesehen sind, zu den Hörerzahlen, die wir jetzt hier mit dem Podcast haben, die sind mittlerweile ziemlich identisch. Ja. Mit dem großen Unterschied, dass ich weiss, dass die Menschen hier effektiv zuhören. Ja, das ist cool bei Podcasts, ja. Weißt du? Mit dort hast du dann auch so gewusst, ich habe mal, wo ich noch bei Energy gesehen bin, habe ich mit dem einen Coach, den ich geliebt habe, der hast du dann auf dem Akkord deine Sendung gelost und dir gesagt, wie scheiße alles ist, oder? Mhm. Und mit dem habe ich dann noch eine super Diskussion gehabt, weil er gesagt hat, der Aufwand, den du betreibst für die Bühne, weil dort habe ich gerade so das erste Solo-Programm angefangen. Oder? Mhm. Hat er gesagt,
den müsstest du auch ins Radio reinstecken, oder? Weil natürlich das Chef gesagt haben, du musst dem das sagen, der soll sich ein bisschen mehr Mühe geben, so, ja. Oder? Und ich so, Alter, ich habe 2 Jahre geschrieben für ein 2-stündiges Soloprogramm, mhm, und ich mache jeden Tag 5-stündige Sendung mit so einzelnen kurzen Dingen. Ich weiß gar nicht, was ich da alles vorbereiten kann und so. Und außerdem, mir fehlt das Publikum. Es ist etwas völlig anderes, wenn ich weiß, dass diese, mhm, Leute auf das reagieren. Mhm. Oder? Und er so, ja, aber da hast du das größte Publikum aller Zeiten. 130.000, die dich jeden Tag hören. Und ich so, ich sehe keinen Schwanz. Ich sehe niemanden von denen. Also weißt du, ja, ich krieg nichts zurück. Es ist einfach, ich hocke hier in meinem leeren Studio. Haben sie nicht mal ein Mail geschrieben? Ich bin dein grösster Fan. Nicht! Ja. Nein, du hast genau gewusst, dass, wenn du schwätzt, hören die Leute weg. Mhm. Also weißt du, bei einem Hitradio, ja, da willst du deine 5 Hits hören. Und wenn es dann anfängt zu labern, dann ist es so nebenbei. Aber ich behaupte eben, eigentlich hat es sich jetzt wieder gewandelt, weil eben Musik kannst du ja hören auf Spotify, auf YouTube, wo auch immer. Mhm. Du kannst dort sogar deine Playlist-Radios von deinem Musikgeschmack anhören. Es, mhm, gibt eigentlich keinen Grund mehr wegen der Musik, Radio zu hören. Also ist eigentlich der einzige, jein, Grund, um noch Radio zu hören, ist für mich, wie es coole Moderatorinnen und Moderatoren hat, wo aber dann auch die Freiheit haben müssen, um das Programm so zu gestalten, wie man es jetzt in einem Podcast hat. Ich glaube eben, es ist so ein eine Fehlüberlegung. Logisch, wahrscheinlich kommerziell und so ist das schwierig zum Rechtfertigen, aber ich glaube, es ist eine Fehlüberlegung vom Radio, dass man einfach sagt, man setzt auf die Musik. So, hey, geile Moderatoren, Moderatorinnen können doch auch das Programm eigentlich auch irgendwie wieder hörbar machen oder eben besser als Spotify, weil was du ja im Radio hast, im Gegensatz zu Spotify, ist jemand, der rum ist. Ich lasse oft die Heim, ich stelle den Fernseher ein, wenn ich alleine die Heim bin. Es ist also eine Gesellschaft, wenn du dabei bist. Podcast los ist ja auch irgendwie in einer Zeit, wo du, ja, weil du, es ist einfach Gesellschaft auch. Wenn es ein Laber, jetzt wie wir labern einfach, oder? Es ist ja nicht, sich schaut mit einem Nutzen. Yeah. Und ich finde, Radio könnte eigentlich genau das erfüllen, wenn sie auf das würden setzen. Absolut. Ich meine, so SRF-Sender schließe ich jetzt mal davon aus, ja? Weil ich meine, wenn am Freitag der Giesler eine Sendung hat, dann los ist nicht wegen der Musik, sondern los ist, weil der Giesler am Start ist. Das finde ich so ein gutes Beispiel, so müsste es eigentlich sein. So. Genau. Leider gibt es nicht allzu viel von denen. Ja. Und eben, es ist SRF, wo nochmal ein bisschen eine andere Struktur hat, wo einen öffentlichen Auftrag hat, wo nicht so abhängig ist von Plattenlabels und eben der Musik, die quasi verkauft muss werden. Yeah. Weil, jetzt kommt eigentlich der Punkt, natürlich hörst du noch Radio für die Musik. Und zwar, kennst du Beardy Man? Das ist so ein Musiker, Beatboxer, der hat früher mit so Loopstations bla gemacht. So. Mm-hmm. Ich habe mal im Hallenstadion, glaube ich, habe ich irgendein Energy-Event gehabt, wo er auch noch auftreten ist und so. Dann habe ich ein Interview gehabt mit ihm und dann hat haben wir es nachher noch lustig gehabt und dann haben wir huere lang über das Ganze geschwätzt. So. Und er hat etwas huere Geiles gesagt. Er hat nämlich gesagt, Radio, nämlich Formatradio, eben so Hitradio, hat noch eine riesige Berechtigung in seinen Augen, obwohl es ihm nicht gefällt, weil er sagt, das ist für Menschen, die sich nicht für Musik interessieren. Ja, das stimmt, ja. Und das ist ein riesen Teil von der Gesellschaft. Nämlich, du sagst den Menschen so oft, das ist ein Hit, das ist ein Hit, das ist ein Hit. Und wenn du dann irgendwie dort in die Ferien gehst und das Lied wieder kommt, sagst du, ah, das Lied kenne ich, das ist ja der Hit, den ich die ganze Zeit höre. Dann verbindest du es auf einmal mit deinen Ferien. Ja. Und wenn du dann zurückkommst, hörst du das immer noch. Und irgendwann bist du tatsächlich so weit, dass du sagst, ich will das Lied jetzt auch sonst noch hören. Und dann streamst du es dir mittlerweile, früher hast du es noch gekauft. So. Mhm. Und ich glaube, das ist natürlich schon bei Hitradios und eben bei den Formatradios, wo es um das geht, ist das natürlich schon noch wahnsinnig essentiell. Und darum ist die Moderation nicht so wichtig. Moderation ist wirklich nur zum Verkaufen. Ja, zum Musikverkaufen sozusagen. Musikverkaufen und Sponsorings. Ja. Eben, und das ist dann wieder, eben, wenn du dann Moderator bist, ist das halt wie nicht so lässig. So. Absolut. Ist halt kein cooler Job. Da kannst du einfach Käufer sein, oder? Also wie das. Ja, so. Es ist dann gerade. Du musst einfach nicht extra jemanden anrufen. Ja. Du drückst auf den Knopf, aber sonst. Ja. Das ist genau das. Und natürlich, das ist auch immer ein bisschen das Problem gewesen, weil du kommst ja dann eben so in so eine Maschinerie rein. Ja.
Und ich habe halt nie den Mittelweg gehabt. Ich habe zuerst so das Übertriebene, eben, der Sendeplan ist leer und es lässt eh kein Schwein zu. Mhm. Und es ist eh egal, was passiert. Da wird dann aber ganz genau gelost, hast fünfmal den Sponsor erwähnt. Yeah. Und du bist übrigens eine halbe Minute zu lang gesehen, weil die Leute schalten dann schon weg, weil sie wollen ja eben Musik hören. So, ich glaube, irgendwann dort gibt es, eben beim SRF gibt es natürlich ein paar Sendungen und Sender, wo so eine schöne Mitte von dem finden. Voll. Aber ich glaube eben, dass sich jetzt das auch so ein bisschen auf Podcasts verlagert hat, das ist ja eigentlich ein cooler Podcast. Die Frage ist noch, wie kannst du denn mit dem Geld verdienen zum Beispiel? Das ist dann halt ein bisschen schwieriger. Die Folge heute ist gesponsert. ich habe gedacht, wo ist jetzt da? Ich habe da noch drauf. Ja, immer wieder mal. Aber ich glaube, das ist auch noch sehr am Anfang, Podcast-Werbung. Ist etwas, wo die Leute langsam verstehen, dass es das kann geben. Mhm. Und das ist ja der erste Schritt. Also, und wenn man dann noch, ich sage jetzt noch ein, zwei Jahre dazu tut, behaupte ich, wirst jetzt von diesem Podcast nicht mehr viele Folgen hören, wo ich nicht noch schnell eine Erwähnung machen mache. Ja, aber weißt du, und das ist ja völlig okay. Ja. Weil jeder Podcast, den ich los, aus Deutschland, aus England, aus Amerika, was weiß ich, hat das. Und ich habe null Probleme damit, weil ich kriege ja gratis Content. Voll. Das ist ja, was die Leute haben gerne checken, so, dass ja das irgendwie auch Arbeitsaufwand ist und so, auch wenn es nach lockerer Unterhaltung tönt und dass man irgendwie von dem Leute von dem leben. So. Genau. Aber ja, ich finde, bei Podcasts ist mir immer ein kleines Problem. Da gehe ich auf Spotify oder so und dann die pure Schwemme, weißt du, so ich oder früher war es halt so, ja, Radiosender, da hast du deine Sender und dann hast du den Sender und dann hörst du den und dann ist es wie so, für dich wird ein bisschen entschieden. Und jetzt ist es so, hey, ich habe auch so zwei, drei Podcasts, die ich höre, aber ich weiss, dass es noch so viele andere geile wahrscheinlich gibt. Ja. Aber es ist wie so, hey, bis ich mich mal durchringe, das zu hören und so. Und es ist einfach so, und jeder macht einen Podcast unterdessen. Ja. Und es ist recht schwierig, so irgendwie, ja, sich zu entscheiden. Und ich habe wie so das Gefühl, ich verpasse mega viel Gutes eigentlich, weil ich einfach... Ja, irgendwie ja, mich nicht durchringen, dann noch für das auch noch Zeit zu nehmen, weil ich habe ja meine Sachen und jetzt bleibe ich einfach bei dem. Und ich glaube, darum ist es auch für einen neuen Podcast noch schwierig, um dann so dann das Publikum aufzubauen. Ist es sicher, aber ich glaube, auch dort funktioniert es nach dem Prinzip, wo weltweit immer noch am besten funktioniert, Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Also weißt du, wenn jetzt du einen geilen Podcast entdeckst, dann erzählst du das irgendjemand anderem. Voll, ja. Und danach hat wird die andere Person vielleicht auch mal reinhören und sagen, ah, geil. Und auf einmal haben wir wieder etwas Gemeinsames, wo ihr euch auch austauschen könnt. Mhm. Und so, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich höre genau die und die Podcasts und mit dem hat es sich erledigt. Yeah. So, ich habe die mal für mich gefunden und that's it. Oder? Und dann aber gleich kommt mal jemand und sagt, hey, aber los mal da. Und dann merke ich, ah, geil. Und mit der Zeit tut sich das tut sich immer noch wandeln bei mir. Wo ich so denke, wie sich es wahrscheinlich früher eben auch mit Fernsehen gewandelt hat. Mhm. Dass einfach, ich schaue gerne mal diese Sendung und ich schaue gerne mal diese Sendung und statt dass ich jetzt irgendwelche Fernsehsendungen schaue, höre ich dann halt eher mal einen Podcast oder schaue eine Podcast-Folge. Voll. Weil es eigentlich auch schon sehr oft eine Fernsehsendung kann sein. Ja. Wie es ja in dem Fall hier eigentlich auch ist. So, ja. So ist es nicht. Dann bist du vom Radio irgendwann zu Joyce. Ah, zu Joyce bin ich noch, genau. Ich mache mir immer Sachen überspringen. Ja, zu Joyce bin ich, genau. Ich bin nach Radio Top bin ich dann zu Joyce. Yeah. Ich habe gefunden, hey, ich habe mal Radio moderiert und ich habe irgendwie so gefunden, hey, ich würde das mal probieren, am Fernsehen moderieren. Mich hat das einfach gereizt. Und dann war bei Joyce gerade ein bisschen Umbruch gewesen und ich bin gerade schön fertig mit dem Studium und so und dann habe ich dort gerade wieder mehr Prozent gebraucht, zum gleich wenig verdienen. Und dann habe ich... Dann habe ich bei Joyce angefangen, moderieren. Neues hat das geheißen, also ein tägliches Format. Also Montag bis Donnerstag und mit der Gül schon zuerst zusammen. Also ich bin eigentlich damals der Nachfolger von Julian, der Co-Moderator.
Ich habe von Anfang an gedacht, dass ich das nachher allein mache, weil sie aufgehört hat und so. Und es ist dann, zwischen am Anfang haben wir das als Zweite gemacht, aber das hat wie, das war nicht so gedacht. Mhm. Und ich habe dann nach so ein paar Monaten, habe ich es dann wie können auch so ein bisschen umdingseln. Es ist dann auch live gewesen, es war vorher nie live gewesen. Yeah. Und da habe ich noch etwa so 3/4 Jahre so eine Live-Sendung gemacht, immer um 6 jeden Tag, yeah, wo man so die Aktualität, was auch immer das dann beinhaltet hat, sich über das ein bisschen lustig gemacht, yeah, hat. Und dort hat eigentlich auch der Anfang mit Comedy, also dort hat eigentlich das mit Comedy angefangen, weil ich dort halt wieder jeden Tag musste herstehen und 20 Minuten eigentlich Stand-up machen, ohne, ja, Vorbereitung, überhaupt nicht pointiert oder irgendetwas. Du hast ja keine Autoren oder irgendetwas gehabt und du hast halt hohen Stress gehabt jeden Tag. Du hast auf irgendetwas gelabert. Einfach, ja, ich bin einfach irgendetwas, es, ja, war eine Labersendung, wo im besten Fall noch mal etwas Lustiges drin gehabt. Ja. Das hat man noch anrufen und WhatsApp schreiben und es ist noch so ein bisschen Chat und so. Ich habe einmal etwas von dir gesehen, ich könnte nicht mehr sagen, was du genau gemacht hast, ja, aber es ist ohne Scheiß, es ist eine Art Sketch gesehen, wo du mit dem Telefon gemacht hast. Ja, es ist und das ist, du hast es 5 Minuten, hast du das wirklich zum Schreien zu Tod geritten, mhm, wo du irgendwie, ich glaube, jemandem hast wollen anrufen oder ich weiß, ich kann es dir wirklich nicht mehr sagen, ja, aber ja, es ist mir geblieben bis heute. Ich habe es super lustig gefunden und was mir gefallen hat, es hat so, ich meine, das ist jetzt seit Pandemie, das ist ja wieder sehr oft so, aber du hast dort die Leute im Büro gehört lachen. Ja. So. Ja, nein, wo du das gemacht hast, hast du so 2-3 Leute gehört lachen und das ist so geil gewesen. Du hast gewusst, okay, das ist jetzt wirklich lustig. Ja, so das einmal, ja. Nein, aber das, ich glaube, das Coole an dem ist einfach, du hast jetzt 25 Minuten gehabt und ich habe gewusst, ich muss vom Anfang bis am Schluss durchschnurren, ja, und ich muss es irgendwie mit sehr wenig Inhalt irgendwie tragen und zum Glück hat man noch das Telefon, weil ich ab und zu, aber es ist völlig Freestyle, also ein bisschen gescripteter Freestyle gewesen. Ja. Und es ist natürlich, und das ist halt immer so, bei so Sendungen, du hast dann eine Glanzsendung, die einfach huere geil ist, weil es eben so spontan ist, yeah, und so. Und dann hast du einfach 4. Alles und dann hast du wieder 4 mega schlechte. Yeah. Und irgendwann habe ich gedacht, hey, es wäre doch eigentlich noch cool, irgendwie, ich habe eigentlich Freude an dem, probiert die Leute zu unterhalten und das lustig machen, das mal wirklich auf Papier bringen, vorbereitet, noch mit Herz gehen und, yeah, dann auch einem Publikum zu präsentieren. Yeah. Und dann habe ich, glaube ich, wirklich so auf Ende Zeit, wo es dann, Joyce ist dann Konkurs gegangen. Eben auch dort, ich bin einfach wieder zu spät gekommen. ich wirklich nach der Ferien heimkommen und nachher ist wirklich so ein Typ mit dem Aktenköfferli dort am durchlaufen und so. Und dann so, ja, dann kommt eben zu mir, jetzt nimm einfach schnell deine Sachen mit, die dir gehören. Nimm einfach alles, weil morgen ist das da gesperrt mit einem Absperrband. Und es war wirklich so gewesen. Also, ohne Scheiß! Das Zeug noch zusammen rum. Das ist aber nett gewesen, der Aktenköfferli, Mensch. Ja, ja, hat noch gesagt, Luke, kannst du da noch nehmen. Und wir haben wirklich alles zusammengepackt, raus. Auch Sachen, die nicht dir gewesen sind. Ja, ja, einfach noch alles, was man kann nehmen. Und dann ist fertig Joyce gewesen. Ja. Ich habe wirklich gerade das letzte Jahr erlebt und habe dann so in der Endphase so meine ersten Stand-up-Comedy-Auftritte, wobei, das ist jetzt gross gesagt, ich habe es dann einfach mal so ein bisschen, ja, müssen ausprobieren, ja, wie das geht. Ich habe gemacht. Was ist die erste gesehen? Mein erster Auftritt? Ja. Ich habe eben lustigerweise, es war gerade so eine Phase gewesen, wo es noch nicht so viele Open Stages und so Sachen gegeben hat. Und darum bist du im Berner Theater zuerst. Da bin ich gerade im Berner Theater auftreten. Also mein zweiter gewesen. Ich habe noch einen im Comedy-Haus gemacht, um das zu testen. Ja. Und der Guy, ich weiß, irgendwie ist das ausgeschrieben gewesen. Ich habe mich dann gemulden, ja, ich sage da Moderator bei Joyce, habe ihnen ein Video geschickt. Newcomer Spot. Und ich würde jetzt das machen. Und da bin ich, das ist absurd, mein zweiter Auftritt ist ja, wie viele Leute sind im Berner Theater? 400. Vor 420, 50, ja, irgendwie Leute sehen, mit irgendwie den grossen Comedians. Und ich bin dort völlig, also, es ist wahrscheinlich katastrophal gewesen im Vergleich mit allen anderen. Ich bin dort im Berner Theater auftreten. Und dann habe ich aber nach dem Auftritt eigentlich ein Jahr wieder aufgehört gehabt. Ich weiß noch, ich bin nämlich im Publikum gesessen und ich, mhm, habe den gesehen. Ah, wirklich? Ja. Ja. Das und ich habe es gut gefunden. Ich hatte nachher sogar gesagt, dass ich es gut gefunden habe. Ja, 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 voll. Und du bist völlig so, oh, du bist völlig in deiner Welt gesehen. Ja. Du bist völlig überfordert. Es ist viel zu gross gewesen für den zweiten Auftritt. Es ist wirklich so deutsche Comedians und, ja, Ding. Und ich habe mich irgendwie Tinder-lustig gemacht. Gerade sagen, du hast eine Tinder-Nummer gemacht. Eine Tinder-Nummer, und gell, das du das noch weisst. Ja, ja, aber das ist irgendwie, was wollen wir sagen, 16 gesehen oder so. Ja, schon ein Zeitchen her. Ja, ja. 16, glaube ich, ja. Eben, weißt du, wo man noch Tinder-Jokes hat können machen. Dürfen machen, ja. Weil so nach 2 Jahren später, wo dann alle gekommen sind, ja, alle haben irgendeinen Tinder-Witz gehabt. Also gefunden, ja, oh, jetzt ist gut. Ist gut, ja. Das ist die sexuelle Version vom Veganer-Witz. Ja. Weißt du, ist wirklich so. Ein Veganer-Witz habe ich auch drin gehabt. Ich bin voll drin. Ich dachte, was gut da? Was kommt da? Was kommt da? No. Ja, aber eben nachher habe ich irgendwie,
ich habe dann irgendwie wie das ein bisschen aus den Augen verloren so, und habe dann eigentlich erst so richtig wirklich nochmal gesagt, komm, ich probiere es jetzt mit Stand-Up-Comedy, jetzt nicht als mein Hauptberuf, aber so ein bisschen mit ein bisschen Ambitionen, dass man auch mal irgendwie dort weiterkommt, habe ich es dann erst ein paar anderthalb Jahre später. Yeah. Ja. Es hat dann wie irgendwie noch eine Pause gebraucht, weil ja noch anderes Zeugs gehabt. Yeah. Aber ja, und seit dort habe ich dann das angefangen. Und jetzt bin ich eigentlich auch so in einer Phase, was Stand-Up-Comedy anbelangt, so, wo, weißt, wo dann irgendwann ist dann so eingeladen an die ersten Mixed-Shows und so und es passiert etwas und du kommst ein bisschen Anerkennung über, aber ich merke, wieso, ich bin so, jetzt bin ich nicht mehr ganz so der Newcomer, wo dann immer so sage, ah cool, jetzt darf ich das erste Mal da sein, jetzt habe ich so alles mal so ein bisschen das erste Mal gemacht, wo ich wieso merke, hey shit, jetzt müsstest du mal irgendwie, jetzt musst du das pushen. Genau. Und mir fehlt im Moment so ein bisschen, ja, irgendwie die Zeit für das. Also, denn ich würde gerne, aber ich muss jetzt eigentlich mal. Yeah. So. Das ist so eine, ich weiß es nicht, ja, so eine Phase, wo du dich vielleicht wie musst committen, weil sonst irgendwann, bist du in so einer Ding, da gehst du an die Open Stage und so, und dann schiesst es irgendwann an und dann hörst du auf, oder? Ich merke, es ist so, habe ich so ein das Gefühl. Entweder ja, gehst du mal richtig so. Oder, ja. Oder nicht. Sehe ich auch so. Es ist kein Job, Beruf, wie man es eben will nennen, wo eben so nebenbei passiert und man kommt dann durch das vorwärts. Genau. Sonst ist halt wirklich ja, ein bisschen Commitment, ja. und Ausdauer. Voll, so, ja. Weißt du, was ich spannend finde, eben, ich muss das immer ein bisschen unterscheiden, wenn ich jemanden sehe, dann sehe ich für meine Ansicht auch oft das Potenzial und tut das irgendwie schon wie einberechnen in meine Bewertung. Mhm. So. Das heisst, wenn du nur würdest auftreten an sich, nein, textlich, performancemässig, aber du siehst schon eigentlich sehr früh, siehst du Gedankengänge und so Sachen, weißt, wo du erkennst und du kannst sagen, okay, das ist alles sehr unerfahren, aber der Kern kann super funny sein, oder? Mhm. Und was ich darum eben zum Beispiel bei deinem ersten Auftritt im Berner Theater gefunden habe, habe ich gefunden, okay, es hat zwei, drei Jokes, die wirklich schon so funktionieren. Es hat aber vor allem sehr viel, sehr viel richtige Gedankengänge, wo zu etwas Lustigem können führen. Und was ich dann gemerkt habe, wo wir zum Beispiel jetzt wieder mal auftreten sind, und ich habe die immer wieder mal so schön stufenweise, habe ich die immer wieder mal gesehen, ist so, ah, fuck, das ist jetzt richtig gut. Yeah. Weißt, aber so richtig, einfach so, ohne noch irgendwie Potenzial müssen erforschen, sondern wirklich, das ist als Auftritt so, wenn man es jetzt einfach nimmt, bam, hure geil. Ja, danke. Und, ja, und dann kommt eben genau der Moment, wo man dann muss sagen, okay, wenn das jetzt die Qualität ist, dann liegt es jetzt wirklich daran, wie oft macht man es, wo macht man es und wie kommt man weiter mit dem. Oder? Genau, genau. Weil du bist jetzt an einem super Punkt, wo die Qualität ist da. Und jetzt würde es nur noch darum gehen, voll. Was macht man mit der? Ja, das ist so. Yeah. Jetzt, bei mir ist es halt so, dass ich noch, also jetzt, das ist ja dann die Geschichte, die eigentlich weitergeht. Nach Joyce bin ich dann zum Sport gegangen, zum SRF, habe dann das Stage noch gemacht und habe dann so gedacht, vielleicht doch wieder nach all dem Stress mit der Unterhaltung und der Lust ist, weißt du, wieder ein bisschen seriöser, in Anführungszeichen, halt, weißt du, ein bisschen Ding und dann machst du das nebendran. Und dann, wo ich dann das Angebot, dann bin ich nachher halt zu SRF2 am Morgen gegangen, oder? Das Comedy-Format, das es gibt. Und dort fließt halt im Moment hure viel von meiner kreativen Energie rein. Also ich schreibe halt für 2 am Morgen. Ich bin unterdessen auch amig vor der Kamera in gewissen Rollen. Und es ist halt das Team, das ich leite. Also es ist halt wie und viele Ideen fließen eigentlich dort rein. Yeah. Gewisse Ideen kann man dann auch für Stand-up wieder brauchen und so. Also es hilft mir ja auch für meine Stand-up-Karriere. Mhm. Aber ich merke, wieso ja, es ist halt schon so, dass halt jetzt viel von dem Potenzial, das jetzt rum ist, halt dort hineinfließt. Ja. Oder wo ich so merke, ja, vielleicht muss ich dann irgendwann ein bisschen schauen, hey, wie kann ich es wieder ein bisschen mehr in meine eigene Comedy hineinbringen. Das, ja, voll. Aber ich habe jetzt natürlich schon gemerkt, es hilft mir jetzt auch ein bisschen, dass zu 2 Morgen bin ich ab und zu ein bisschen von der Kamera, also wir haben einen Podcast, ich bin so ein bisschen in dieser Welt hinein. Und letzte, dort im Balz haben wir wirklich 2 Leute dann geschrieben, sie sagen, komm schauen, sie sagen, wegen mir komm schauen, weil sie mich von 2 Morgen kennen. Also es ist von dem her, gibt es dort doch auch einen gewissen Nutzen, jetzt, wo es so ein bisschen ein Side-Produkt ist. Ich bin 2 Morgen eigentlich mehr im Hintergrund, dass irgendwie Leute das Zeug sehen und dann kommen die Comedy schauen. Das finde ich jetzt eigentlich noch cool, dass sich so das langsam auch ein bisschen ergänzt, das Ganze.
Auf jeden Fall. Aber ich weiß genau, was du meinst, mit wo die Kreativität reinfließt. Weil das eben auch so ein Prozess ist. Und das ist zum Beispiel das, was ich für mich gemerkt habe, wo ich dann gesagt habe, ich will unbedingt Stand-up-Comedy machen. Mhm. Und ich das eben noch so nebenbei gemacht habe mit dem ersten Programm, habe ich dann irgendwann gemerkt, es geht nicht. Darum habe ich ja dann beim Radio eben aufgehört, bin auf Weltreise und dort ist dann, der Kopf ist einfach nur noch für Comedy gesehen. Ja. Oder? Und erst dann sind wirklich Sachen passiert. Ja. Also es ist wirklich halt, weil es nicht nur ist, wie viel Auftritt man hat und wie oft man spielt, sondern weil es auch wirklich ist, wo stellt sich der Kopf irgendwie ein. Oder? Voll. Und ich glaube, dort kann man... Es gibt wenige, die das können, aber ich kann es zum Beispiel nicht. Ich kann nicht meine Kreativität auf 100 verschiedene Sachen aufteilen. Ja. Sondern wenn, dann muss ich es wirklich wie abstecken und sagen, okay, die nächsten 2 Wochen widme ich mich nur dem. Mhm. Und dann passiert so nach 5, 6, 7 Tagen, passiert endlich mal etwas in diesem Bereich. Mhm. Und dann muss ich es wieder switchen. Aber du kannst nicht wieder sagen, okay, heute schaffe ich 8 Stunden, 2 Stunden sind fürs Radio, 2 Stunden sind für das. Und das ist alles Kreativarbeit. Ja. Das geht wie nicht, weil irgendwie die Unterbewusstsein schafft weiter und es entwickeln sich irgendwie Sachen im Schlaf. Voll. Also weißt du, es ist wirklich so. Und das geht nur, wenn man immer wieder so die Impulse hat, wo irgendwie dran denken, da und nochmal das. Ja. Und das könnte ich vielleicht brauchen. Und mega. Das ist wirklich, das habe ich dann auch gemerkt, wo ich so die inoffizielle Vorgängersendung gemacht habe vor 2 am Morgen, vom Mutzenbecher. Ja. Dort habe ich dann also wöchentlich so satirische News verarbeitet. Mhm. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, wie der Kopf nur noch bei dem ist. Und ich so, shit, aber ich müsste noch ein neues Solo-Programm erarbeiten. Oder? Ja. Und dann habe ich auch gemerkt, ich muss es einfach trennen. Ich muss wirklich einfach sagen, okay, der Tag ist für die Sendung. Der Tag ist für die Sendung. Und ab dem Moment, wo die Abnahme gesehen ist, in dem Moment lasse ich es komplett los. Ja. Keine News lesen, nicht. Jetzt probiere ich ein Programm. Ja. Und es ist trotzdem schwierig gewesen, weil ich erst so nach 3 Tagen vielleicht wieder so ein bisschen ins Programm reingekommen bin. Und dann aber schon wieder haben wir so News lesen. Was machen wir eigentlich als nächstes Thema? Okay, langsam Text schreiben. So, also weißt du, so einem wöchentlichen Rhythmus ist schon schwierig. Aber wann hast du dich dann wie so definitiv entschieden, zu sagen, ich arbeite eigentlich nicht mehr als Angestellter, sondern bin jetzt Stand-Up-Comedian? Im 15. Ja. Im 15, wo ich auf Weltreise bin, da habe ich angefangen, fürs zweite Programm schreiben und habe mich teilselbstständig gemacht und habe bei Energy noch als freie 20% geschafft. Ja. Und das habe ich aber 6 Monate gemacht. Mhm. Weil ich gemerkt habe, also auf die 20%, das tönt immer so blöd, das ist so ein Schweizer Gedanke, ja, ich brauche ja noch irgendein kleines Netzli und so. Und das ist absoluter Bullshit, weil was eben für Energie noch trotzdem in die 20% reingeht, ist nie im Verhältnis, wie wenn du würdest sagen, ich mache jetzt voll und ganz nichts anderes. Und der Dabu hat mir das damals gesagt. Mhm. Wir sind am Festival gesehen und er hat gesagt, glaub mir's, ab dem Moment, wo du nichts anderes mehr machst, passiert so viel mehr. Ja. In deinem Kopf, bei anderen Leuten. Ja. Die nehmen dich anders wahr, du strahlst etwas anderes aus. Ich merke es auch selber, wenn ich eine Show veranstalte, ich buche schon zuerst die und da, die vollberuflich Comedy machen, weil ich so finde, was wollen sie sonst machen. Ja. Und dann buche ich mal die Person, die noch 80% bei 2 am Morgen schafft. Ja. Ja, klar, ja. 80% ist, also meine ich kenne tolle Comedians, die Fulltime arbeiten und wirklich Comedy als Hobby betreiben. Ja. Und die haben sich so arrangiert und die kriegen das an. Und das ist auch voll geil. Ja. Und ich verstand das auch, weißt, wenn man zum Beispiel eben das als Ausgleich macht, dass das eben ein schönes, aufwendiges Hobby ist. Ja. Und dann hat man halt irgendwann so ein Standing, wo man eben ab und zu mal hier gebucht wird und hier gebucht wird. Und man hat vielleicht sogar ein Solo-Programm, wo man ausgewählt mal spielen kann. Aber es ist dann natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man sagt, so und jetzt voll und ganz. Und dann bist du halt auf einmal bei 100 Auftritten im Jahr. Voll. Oder?
Dort gibt es klare Unterscheidung. Ja. Auf jeden Fall. Ja, eben, das gibt es. Ich meine, wenn bei uns Staffeln läuft, dann arbeite ich auch 100-120% dort drin. Oder? Ja. Und ich muss mir dann so die Schreibzeit, eben die Staffelpausen rein tun. Aber das Problem ist, dann willst du dich vielleicht auch wieder ausruhen. Es sind ja doch auch Ferien. Ja, und darum, ja, ich finde, das ist also eigentlich ist ein entspannter Ding. Aber also ich weiß nicht, wenn ich jetzt mich jetzt entscheiden müsste, also ich würde sagen, komm, ich probiere jetzt das mit Stand-Up-Comedy, ich glaube, mir fehlt glaub, wie so, nicht der Glaube, aber so ein bisschen die Grundlage, so, okay, was mache ich denn nächste Woche, weißt du, so, weil bis jetzt habe ich so gut wie kein Geld mit Comedy verdient, so wie, hey, fuck, wie gehe ich das überhaupt an und so, und das, ich glaube, das würde mich jetzt noch ein bisschen davon abhalten, zum so einen Schritt machen. Auch wenn ich mir, also ich fände es super geil. Also so, eben logisch, mit allen Nachteilen, die du natürlich auch hast, aber ich fände es mega cool, das mal ausprobieren, auf das zu setzen. Yeah. Also, ja. Es, in meinem Fall ist es auch gesehen, dass man halt wirklich probiert, sich etwas Eigenes aufzubauen. Das heisst eben, man probiert nicht nur abhängig zu sein vom Business, sondern möglichst eine eigene Abhängigkeit zu schaffen. Ja. Und das ist halt gesehen mit eben Comedy im Balz kreieren, mit effektivem Solo-Programm haben, dass einfach, wenn irgendjemand tatsächlich jemand einen will buchen, kann man sagen, ja, ich habe ein Solo-Programm. Da bin ich, oder? Und das dann auch aktiv halt probieren, an Locations zu bringen. Und ich hatte aber ehrlicherweise auch das ziemlich geplant. So. Ich habe jetzt pokert. Also weil zum Beispiel aufgrund von meiner anderen Jobs hat es die Möglichkeit gegeben, dass ich bei Glanz und Gloria eine Woche Gastmoderation mache. Ja? Wo sie irgendwie so, ich glaube, das ursprüngliche Konzept ist gesehen, doch, das ist dann sogar gesehen, Kinder von bekannten TV-Persönlichkeiten. Ja? Und das ist der Max Baumann ist gesehen, vom Frank, Lea Schawinski ist gesehen, und ich bin gesehen, so. Und das weiß ich noch, da bin ich auf der Weltreise gesehen und da habe ich hart pokert. Ja. Weil die haben mich gefragt, willst du das machen? Und ich so, ja, die und die Woche war perfekt. Weil ich habe geschaut, ich habe dann Premiere mit meinem zweiten Solo zu Basel und ich mache die Woche davor. Und es hat sich dann eher gegeben, weil ich gefunden habe, ich mache das auch, weil das Programm hat Wienerli Promi geheissen. Dann habe ich gefunden, das ist ja perfekt, wenn ich dann eine Woche Gast moderiere bei Glanz und Gloria. Und nachher komme ich mit dem Programm Wienerli Promi. Das tut sich genau ergänzen. Und dann haben sie gesagt, ah, das geht leider nicht. Dann haben wir schon jemanden und so. Geht nicht eine andere Woche. Und dann habe ich einfach geschrieben, nein. Nein, sorry, dann klappt es halt nicht. Ja. Und dann ist es irgendwie 3 oder 4 Tage gegangen und dann kommt irgendwann das Mail. Gerne bestätigen wir dir deine Wunschwoche. Ja. So und so. Und ich hatte die Premiere auch angesetzt auf gerade nach dem Swiss Comedy Award, wo damals wirklich noch ein reiner Talentwettbewerb war, wo ich halt wirklich an mir so super festes Ziel gesetzt habe. Da musst du gewinnen. Für deinen Plan, das muss so aufgehen. Oder? Was völlig bescheuert ist, weil es bringt jetzt nicht massiv viel. So, das merke ich jetzt nach ein paar Jahren. Und denke auch immer, ich verstand den Gedankengang, weil ich ihn auch hatte. Aber es geht nicht, dass ich muss das machen, dann muss ich das machen, dann muss ich das machen. Trotzdem gibt es sicher so etwas wie Momentum kreieren, wo ich oft weiss, für andere haben für das eine Promobude. Ja, ich kann das dort halt auf die Zahl bringen, wie von der Weltreise aus, hocke in Thailand in einem Bungalow und sage, ich hätte gerne diese Woche. Ja. Einfach so probieren, das zusammenzukriegen, dass man so ein bisschen etwas wie eine Präsenz kriegt in der Zeit, wo man auch wirklich etwas zum Performen hat. Ja. So, oder? Und eben die Qualität, die dort halt auch schon hätte müssen, besser sein als noch beim Programm vorher. Und irgendwie mit dieser Einstellung und irgendwie auch ausgeruht und irgendwie so ein bisschen zentrierter mit meinem Leben, was ich eigentlich will und so, sind dann wirklich Sachen passiert. Also dann ist wirklich Afroko für Comedy aus dem Labor. Und dann ist bei der Rampensau der Produzent von Jacobo Müller gesehen, der mich zum dritten Mal geschaut hat, wo eben dann auch einen klaren Unterschied gemerkt hat, dass er gefunden hat, jetzt können wir die buchen für Jacobo Müller. Irgendwie so. Also jetzt habe ich lange gelabert, zum sagen, es,
es fängt an damit, dass man sich seine eigenen Möglichkeiten kreiert. Das ist eigentlich das. Das wollte ich eigentlich sagen mit dem ganzen Gelaber. Und so und sich committet und sich entscheidet. Sich so, committet, ja. Und mit dem natürlich so viel lernt, weil ab dem Moment, wo wir anfangen, Shows veranstalten, haben wir sofort gemerkt, aha, ich habe kein Wirtschaftsstudium und ich bin nicht der Beste mit Zahlen. Aber es gibt so einfache Rechnungen. So viel Geld planen wir auszugeben für Künstlerinnen, Künstler, okay, vielleicht noch ein bisschen Werbung. Das heisst, das ist das Gesamtbudget. Okay, wie viele Tickets müssen wir verkaufen, damit wir das Geld einnehmen? Okay, etwa 70%. 70%, das ist ambitiös. Ja, okay, vielleicht schaffen wir es, dass wir vielleicht nur 60-50% der Tickets müssen verkaufen. Dann merkst du aber, ah geil, wir haben 90% der Tickets verkauft. Super, das heisst, mit diesem Budget fahren wir gut und können 90% der Tickets verkaufen. Irgendwann merkst du, oh, es bleibt tatsächlich etwas übrig, das können wir wieder investieren. Also es ist so, dort fährt dann wirklich so völlig simpel KMU treiben an. Es ist dann wirklich so eine ganz, ganz simple Sache. Du bist eigentlich deine eigene Firma so. Mit der Zeit auf jeden Fall, ja. Und das ist eben das Spannende mit und gell, ich will dich nicht davon überzeugen, dass du jetzt kündigst und voll Stand-up machst. Hey, ich bin schon da. Was schnell. Matto? Ja. Nein, der Joel hat gesagt. Nein, aber was wirklich stimmt, was der Tabu mir damals gesagt hat, was ich dann auch gemerkt habe, die Leute nehmen dich sofort anders wahr. Ja. Und eben durch das passiert dann auch nochmal etwas. Weil einfach du strahlst aus, ich mache jetzt nichts mehr anders. Mhm. Ich bin jetzt Komiker. Mhm. Dann sage ich dir mal, okay, hey, dann komm mal zu mir und eben spiel dort. Ja. Und so kreiert man sich eigentlich die eigenen Möglichkeiten. Ich sage nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich sage nicht, dass das der einzige Weg ist. Ich weiß, dass es bei mir so gesehen ist. Ja? Voll. Weil ich habe schon Leute gesehen, die gesagt haben, ich bin aber jetzt ein Vollzeit-Komiker. Mhm. Und dann hast du mir sagen, Alter, mach's nicht. Ja. Wirklich nicht. Ja, ich habe auch gerade so ein Beispiel in meinem Umfeld. Also das ist nicht, da geht es mehr um so, nicht einfach so Kunst, wo ich auch schon ein bisschen Sachen schaue und dann so gedacht habe, also mutig, dass jetzt du auf das setzt. Aber eben, ich finde dann so, ja, hey. Aber eben, das, ich glaube, das ist vielleicht auch das, was mich bei mir auch noch so ein bisschen hindert, ist so, also, mal, ich habe das Gefühl, ich habe das Talent für das und ich mache es mega gerne. Ich sehe, dass das aufbauen kann. Aber ja, muss sich dann schon fragen, ja, lange oder bist du genug dann der Typ auch für das, um das dann so, so, da bin ich, oder? Ich will mich jetzt, weil ich merke, ich tritt mega gerne auf, aber was ich so ein bisschen Mühe habe, ist, wieso mich selber promoten. Aber das ist vielleicht auch für jeden, das ist auch so überwindend. Ich finde so, einfach so ein bisschen herstehen und sagen, ich absolut. Bin, und, oder weißt du, also imagemäßig sich dann da irgendwie zu positionieren. Jetzt habe ich schon auch angefangen auf Instagram und TikTok so, weil ich jetzt auch, weil ich dort ein bisschen rauskomme durch meinen Job, so angefangen meine Auftritte jetzt einmal so ein bisschen aufladen und so und halt ein bisschen das Medium bedienen. Yeah. Aber ich habe irgendwie keinen Bock, um irgendwie da so, hey, da bin ich wieder in meiner Insta-Story oder so. Und das ist so wie so, okay, das musst du dann halt wie auch ein bisschen eingehen, um sagen, ja, ich muss dich selber so vermarkten. Ja und nein. Der Cenk ist nicht auf Social Media. Gut, das stimmt. Und funktioniert wunderbar. Ja. So. Ja. Es gibt eben, ich glaube, man muss dort wie auf den Weg für sich finden. So auch bei sich selber bleiben, oder? So genau. Auf authentisch. Und ich bin eine klare, ursprüngliche Definition von einer Rampensau. Ja. Mich stellst du auf eine Bühne vor Leute und dann geht's los. Ja. Ich bin aber nicht der, der irgendwie eben daheim auf dem Sofa sich filmt und sagt, hey, da bin ich, voll geil und so. Weil eben dort mir dann wieder das Publikum fällt. Ja, und ich glaube, ein Großteil darum ist auch der Podcast sicher mal lustig, aber viel mehr halt so, wie ich sonst im Leben bin. Ja. Und Bühnenmodus ist dann einfach nochmal ein drauf. Es ist nochmal etwas anderes. Voll, so. Voll. Das bin ich, aber es ist eine sehr intensive Version von mir in einem sehr, sehr klar definierten Bereich. Ja. Und darum habe ich mich auch ein bisschen verwehrt gegen so übertrieben Social Media, extra noch Sketches spielen, wo man dann nur auf Social Media aufladen. Ich sehe zum Beispiel, ich bin großer Fan vom Kabi. Ja. Oder? Wo angefangen hat mit seinen
so macht man es. Ja. Und wenn ich sehe, was der einfach ein Output hat und so, denke ich so, fuck, das ist dann auf die Fulltime-Job. Du machst dann einfach pro Tag 7 Videos und du musst die ganze Zeit wieder neue Content kreieren. So. Mhm. Und ich einfach merke, das ist nicht meins. Das ist einfach nicht meins. Jetzt habe ich irgendwie eine halbe Folge TV Total gesehen, wo wieder losgegangen ist, wo noch irgendwie, keine Ahnung, was hat er, der thailändische König hat er wollen besuchen im Hotel. Und dann kommt er so vorgefahren in so einem Outfit, so einem offiziellen und hat irgendwie so einen Pudel dabei und probiert irgendwie in das Hotel hineinzukommen. Und ich schaue das und denke so, oh Gott, ich fand das so schlimm. Ja, das war das Letzte, was ich will machen. Das war jetzt wirklich das Letzte. Ja. So, und früher habe ich gedacht, das will ich unbedingt, weißt? Ja. Und dort merke ich dann schon, ich kann einen klaren Output und dort will ich machen. Voll. Und die Leute werden mit der Zeit auch merken, dass das so ist. Voll. Und um deine Frage zu beantworten, meiner Meinung nach, was ein klarer nächster Schritt ist, das sage ich allen, die noch kein Solo-Programm haben. Solo-Programm? Schreibe fucking Solo-Programm. Ja, ich glaube, ich tue jetzt meine Januarferien, wo ich Ahnenforschung in Argentinien betreiben, nochmal überdenken. Und ich glaube, ich schreibe jetzt dort einfach mein Solo-Programm. Super, haben wir das? Ich kann ja das gleiche in Argentinien machen. Haben wir das in eineinhalb Stunden schnell geändert? Ja, ist gut. Ja, aber eh. Ja, voll. Aber ja. Also, ohne Scheiß, schon nur, wenn du das als Gedanke hast. Ja. Und sagst, ja, ich glaube, ich schreibe jetzt mein Solo-Programm. Auch dann passiert schon viel. Aber das ist ja noch, ich finde, beim ersten Solo-Programm, ich habe jetzt zum Beispiel recht viel Material geschrieben. Ja. Ich sage, ich könnte wahrscheinlich eine gute Stunde füllen mit all dem, was ich gemacht habe, wo einigermaßen, glaube ich, verheben. Aber ist so, wenn du ein Solo-Programm am Anfang schreibst, das ist eine spezielle Situation, natürlich, wenn du jetzt alles Open Stage gemacht hast, gehst du dann her und schreibst das nochmal alles weg von null aus oder nimmst du das Material und tust mal schauen, hey, wie passt das zusammen? Nimmst du das Material. Ja. Unbedingt. Meiner Meinung nach unbedingt. Und nachher tust du es einfach noch in den Kontext reinstellen. Ja. Oder wie? Und du wirst dann auch merken, irgendwie, die Nummer, die finde ich, passt jetzt nicht zum Rest. Ja. Hingegen dort, dort kann ich vielleicht sogar noch mehr machen. Mhm. Jetzt merke ich, mit dieser Thematik, da können wir dann vielleicht auf einmal 20 Minuten zusammen. Ja? Mhm. Auf einmal merkst du, vielleicht kann ich es sogar verbinden mit dem. Aber unbedingt, nimmst nicht alles, aber unbedingt schaust von A bis Z, was du schon hast. Ja. Und schaust mal, wie du das kannst zusammen tun. Ja. Auf jeden Fall. Man ist so ein Puzzle zusammen puzzeln. Ja. Und es ist mega geile Arbeit. Und es ist wirklich etwas komplett anderes. Als wenn man eben einfach mal hier und dort sich ein paar Minuten ausprobiert. Mhm. Das ist wirklich so. Mhm. Und es passiert so viel, weil gerade du, wo ein Gespür hast für auch wie man etwas aufbaut, eben durch auch deine anderen Jobs, ein bisschen Storytelling, wie kommt man überhaupt in etwas rein, geschichtlich, ja, und wie kommt man von dem dann wieder raus, wie kann man das vielleicht verknüpfen, wir haben irgendwie in dieser Sendung haben wir es mal von dem gehabt, das könnte man jetzt wieder Bezug drauf nehmen. Ja. Weißt du so? Ja, sicher. Das alles, das sind Skills, die du gelernt hast in anderen Jobs, die für ein Solo-Programm super hilfreich sind. Das glaube ich sicher auch, ja. Voll. Du hast es vorher mal noch angesprochen, was ich auch noch entspannt habe. Es ist fast so ein bisschen Karriereberatung da mit dir. Ich weiß nicht, ob ich da runter bin. aber ich finde, was ich eben auch noch einen spannenden Punkt finde, eben neben dem sich committen, ist so, was du gesagt hast, die Persönlichkeit auf der Bühne. Yeah. Weil ich habe auch schon über das mal geredet, was von mir am Anfang ist mir immer gesagt worden, hey, du bist irgendwie zu unsicher auf der Bühne. Mhm. Also du bist eben, du bist zu wenig so, dein Material ist gut, aber du bist zu wenig so, hey, da bin ich. Und ich rock das Ding. Und dann ist mir wie so nachgelegt worden, hey, entweder machst du das zu deiner Qualität, du bist dann einfach so ein bisschen der Scheuche, oder dann tust du eben eins drauflegen. Ich habe mich dann entschieden, zum eins drauflegen und lieber authentisch bleiben, als irgendwie übertrieben, aber trotzdem. Yeah. Und das finde ich immer noch, es ist einfach eine spezielle Situation auf der Bühne. Ich habe am Radiomikrofon oder am Fernsehen habe ich das Problem nie gehabt, aber auf der Bühne finde ich das eine mega spezielle Situation. Wer bist denn du jetzt in dem Moment eigentlich? Weil so der Entertainer, der so anfängt, irgendwie Faxe machen, so bin ich ja dann nicht. Und so. Das finde ich noch, also wie hast du die Rolle gefunden? Ist es für dich, hat sich das einfach so ergeben? Oder hast du eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ich muss noch eine Schippe drauflegen, damit es geil ist? Nein, als Zweite ist mir nie passiert, dass ich irgendwie so eine bewusste Entscheidung getroffen habe. Sondern es ist eher gesehen, dass ich am Anfang probiert habe, eine Rolle zu sein, wo ich effektiv nicht bin.
Ja. Oft, weil ich irgendwie so, ich habe damals Ricky Gervais habe ich super geil gefunden, ja. und Louis C.K. habe ich damals geil gefunden. So, ja. Und ich habe gedacht, ah, ich muss auch so sein und ich muss möglichst harte Witze machen, ja. und böse und Zeugs und Sachen. Und also, hat ja gern geschrieben und so. Und es ist aber nicht, es hat nicht mir entsprochen. Ja. Das heisst, dort habe ich mich dann zum Beispiel nicht wohlgefühlt auf der Bühne. Ja. Und darum ist so, mein Mantra ist dann irgendwann gesehen, die Bühnenfigur sucht eigentlich die aus. Ja. Und nicht du suchst die Bühnenfigur, okay. aus. Außer du spielst effektive Rolle. Ja. Dann wird sie aber klar definiert. Dann sagst du wirklich, die sieht so aus, die Rolle, hat wahrscheinlich einen anderen Namen, hat die Charakterzüge. Und dann kannst du wie für jemand Fremdes auf die Persona verschreiben. Ja. Aber sonst, wenn es wirklich darum geht, du als Philipp Wiederkehr gehst auf die Bühne, voll, ja. Dann ergibt sich das. Und ja, das ist sicher ein guter Entscheid gewesen. Die Leute haben irgendwie lieber Sicherheit auf der Bühne. Voll, weil, ja. Weil die Leute, meiner Meinung nach, gern für so einen Moment Kontrolle abgeben. Ja. Sie wollen ja eigentlich nicht müssen entscheiden, wie finde ich das jetzt und ist mir das jetzt zu fest so? Sondern eigentlich wollen sie die Entscheidung dir geben, du hast sie im Griff. Oder? Und für mich hat, am Anfang hat mich das sehr oft gerettet, dass ich zum Teil vielleicht eben noch nicht so gutes Material hatte. Ich habe das dann einfach mit Selbstbewusstsein überspielt. Ja. Ich habe selbstbewusst gespielt. So. Einer der wichtigsten Auftritte für mich damals, das erste Mal im Casinotheater. Frischlingsparade hat es damals noch geheißen. Ja. Das ist jetzt, was Trampensau ist, oder? Nein. Es ist noch mit Fernsehen gewesen. Genau, so. es ist eigentlich, was jetzt eine Patisserie ist. Ja. Dort bin ich auf der Bühne, mache den ersten Joke und es ist einfach nichts. Und dort habe ich dann in einem Bruchteil von einer Sekunde habe ich entschieden, dass, was ich zum Glück eben dort schon mehrere Monate gemacht habe, dass ich dann halt irgendwie schnell das wegspiele und den Spruch darüber mache, so, ja, da war jetzt ein riesen Lachen gesehen, schön in die Hose gegangen, oder irgendwie so. Ja. Und ab dem Moment haben sie gelacht und haben sie gewusst, okay, der weiß, was er macht. Auch wenn ich das völlig gespielt habe, so. Innerlich bist du gestorben, aber gegen aussen. So. Kurz so einen Moment gehabt, shit, was passiert jetzt? Ja, bin nicht mal so nervös gewesen oder so, sondern einfach mehr so, das könnte schief gehen. Dann war das 20 lange Minuten. Ja. Aber es ist dann gesehen, da war jetzt ein Lachen gesehen, schön in die Hose. Cool, das ist mein Start. Oder irgendwie so. Ja. Dann haben sie so gewusst, okay. Besser, als wenn ich dort unsicher so, gefällt euch nicht, hä? So, dann so, ist... So schnell weiter. Dann hast du die Entscheidung schon abgegeben, voll, oder? Voll. Und ich habe das Gefühl, du hast schon recht eine Bühnenfigur, so. Ja. Wo spürbar ist. Aber das ist ein mega Prozess. Voll, und, ja. Und auch das merkst du bei einem Solo-Programm, wenn du anfängst zusammensetzen und sagen, will ich das spielen, was will ich vielleicht etwas aussagen mit dem Programm, wie will ich das überhaupt füllen mit einem vielleicht roten Faden oder mit einer Grundthematik. Und dann kommt auf einmal sehr klar führen für dich. Voll, ja. Dann so ein bisschen die Haltung und so. Yeah. Ja. Das ist schon so. Aber es ist lustig, ich hatte gerade diese Woche so einen Moment gehabt, wo wirklich der erste Gag, der die letzten zwei Mal super funktioniert hat, irgendwie, es ging um Mini-Disco, mein Bruder hat jetzt Kind und so, Mini-Disco, die Paralympics vom Ausgang. Und ich habe es irgendwann am Anfang gebracht und beide Mal hat es super lustig gefunden. Also, und beim dritten ist einfach nichts gekommen. Und dann, was ich dann eben genau nicht. Ich war gerade der Erste gewesen, also am Open Stage. Yeah, yeah. Was ich dann eben nicht gemacht habe, ist genau, ich habe nicht gemacht, was du gemacht hast, sondern ich habe einfach schnell weiter. Also, und dann gerade auf dem Thema aber geblieben, weil ich mir dort noch etwas vorbereitet habe. Und es war einfach die ersten zwei Minuten nichts. Yeah. Und es war Horror. Und dort jetzt, das sind so Momente, wo es ist eben, dass du da lernst, einfach krass. Und ich habe das Gefühl, es kann dir einfach immer mal passieren. Dass logisch. Und dann ist auch, weißt du, nachher so lange niemand gelacht, am Schluss kommen irgendwie Leute, die sagen, hey, ist super gewesen. So, ja, aber es hat ja niemand irgendwie wirklich gelacht. Und das ist dann auch so, natürlich, ja, also die Kalibrierung von einem selber und die Kalibrierung von den Menschen ist eh immer unterschiedlich. Ja. Ich bin schon so oft eben selber auf der Bühne gestanden, aber auch Kollegen schauen, wo dann du findest voll geil. Heute ist super schwierig. So, und es ist nicht Koketterie, sondern es ist wirklich einfach so. Es ist das Gefühl. Ja, ja. Es ist anders. Ja. Es ist
ja, gestern ist mehr gesehen. Also was auch immer. Ja, ja, voll. Aber eben, ich finde, das ist echt, das macht eben das Ganze so spannend. Darum möchte ich auch unbedingt dranbleiben. Das ist so vielschichtig und, ja, und irgendwie so die ganze Entwicklung und so, das ist schon, macht schon Spass. Ja. Ja. Unbedingt. Mein Wunsch wäre, dass du irgendwann ein Solo-Programm hast. Gut. Ich tue das... Nein, ich würde es dir nicht versprechen. Mal, ich verspreche es jetzt. Geiles Sieg. Das habe ich mit Nico an, habe ich das Spiel 5 Jahre lang gemacht. Und jetzt, im Dezember, hat er sein erstes Tryout. Geil. Nach 5 Jahren, also nach 5 Jahren Zeit. Ja, eigentlich nicht. Es ist eben zu lang gegangen beim Nico. Januar. Ja, aber allein schon mal schauen, wie viel du effektiv hast, wenn du sagst, du hast schon eine Stunde. Das ist vielleicht Hochpoker gewesen. Ja, das ist so eine Schätzung. Genau. Aber ja, ja. Es muss dann... Wie lange muss ein Solo-Programm sein? Hey, eine Stunde. Eine Stunde? Ja, super, dann machen wir das gerade. Nein, es ist völlig verschieden. Wenn du 2 Hälften spielst, dann so 90 Minuten. Ja. Ich habe es mittlerweile umgeändert, dass ich auch noch Support mitnehme. Ja. Und dann am Stück spiele. Und dann bin ich bin jetzt immer so bei 70, 75. Ja. So. Ja. Aber es gibt dort auch verschiedene Möglichkeiten. Wenn du findest, du hast voll geile 45, dann findest du jemanden, der auch voll geile 45 hat. Voll, ja. Und dann machen du 2 Jahre lang Doppelshows. Also weißt du, es geht eigentlich eben mehr darum, etwas zu kreieren, wo man irgendwie einfach erstens kann anbieten kann. Ja. Zweitens vielleicht auch selber mal kann veranstalten. Mhm. Kennst du irgendjemanden, wo du sagst, oh geil, kann ich mal bei dir auftreten. Ja. Mach mir irgendein lustiges Päckchen. Ja. Wenn es ein Restaurant ist, komm, gibt noch etwas zu essen. Also irgendwie so. Voll, ja. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich meine, der Rolf Schmid hat angefangen mit Risotto. Der hat Risotto gekocht und der hat noch ein bisschen Comedy gemacht für die Leute. Also das ist ja das Geile an unserem Beruf. Du kannst in der Theorie, zumindest schon gute Bedingungen sein, aber in der Theorie kannst du überall Comedy machen. Voll, ja. Du kannst Leute zu dir einladen. Du kannst sagen, heute so bei 20 Leuten machen wir bei mir daheim eine Comedy-Show. In der Theorie, ja. Voll. Nicht empfehlenswert. Philipp, vielen Dank. Hey, danke dir. Ist cool gewesen. Ja, hat sehr Spass gemacht. Ja, mega. Alles Liebe. Und wir reden noch wegen dem Solo. Ja, und wir reden noch wegen deiner Ahnenforschung. Da will ich dann schon auch noch Bescheid wissen. Unbedingt. Danke, Christoph. Danke, bis zum nächsten Mal. Und macht's gut. Peace. Boop, 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 boop. We'll be right back.